So. Mach ich. Ja. Tschüss. Ja. Aha. Und da ist er ja. Nicht aus Sport an, aber was eigentlich? Ja, ich komme wegen des Vorsprechens. Ja, guten Tag. Ein paar Mandarinen eingekauft, weil ich esse jedem Frühstück ein Stück Obst. Na, immerhin. So, dass ich immer denke, dass mein Vitaminhaushalt dadurch besser wird. Wieder eine Mandarine. Ja. Ich hatte mal einen Arzt, mit dem bin ich spazieren gegangen und sagte, wir müssen weiter aufpassen, dass wir keine Sauerstoffvergiftung kriegen. Da habe ich mir die Fragen für Sie notiert. Mhm. Danach spielen wir dann mit Skat. Danach spielen wir mit Skat. Nochmal, noch ja, mal so ein Ding? Scheinbar, also, da bin scheinbar ich ist was schiefgelaufen bei mir. Jetzt habt ihr drei schon gemacht, dann kriege ich einen. Lieber Ilja Richter, Sie wurden 1952 in Berlin-Lichtenberg geboren. Ich bin auch dort geboren worden, allerdings schon 1948. Trotzdem haben wir eine sehr unterschiedliche Entwicklung genommen. Aufgewachsen sind Sie in Karlshorst. Erzählen Sie uns, ich mache das gleich mit dem Wasser. Ja. Ja, erzählen Sie uns, wie Sie damals bis zum dritten Lebensjahr Karlshorst und die sowjetischen Soldaten erlebt haben. Ja. Das war natürlich unvergessliche Erinnerung. Ja. Es ist erstaunlich, dass ich keinen Uniformfetisch davon getragen habe. Ja, das war eine sehr interessante Zeit. Also wir sind geflohen, um es auf den Punkt zu bringen. Ich denke mal, da war ich so zweieinhalb. Ja, also sind wir geflohen. Und ich wollte noch sagen, alles, was Sie eben aufgezählt haben, die ganzen Männer, die Sie da aufgezählt haben, also, die hätte ich gerne kennengelernt. Ich sehe mich ja im Grunde genommen gar nicht in all diesen vielen Aufzählungen. Ich bin eigentlich nur ein schreibender Schauspieler und ich war ein Moderator bzw. Deutschlands jüngster Showmaster. Das stimmt. Aber nur weil ich ein bisschen getanzt habe, bin ich kein Tänzer. und weil ich gern gesungen habe. Aber Sänger. Bitte? Aber Sänger sind Sie. Ja, mittlerweile nenne ich mich auch Chansonnier, aber ich war sehr vorsichtig und habe erst nach, also ungefähr vor 5-6 Jahren, habe ich beschlossen, das zuzulassen, zu sagen, ja, ich bin Chansonnier, weil dieses Programm, meine Lieblingslieder, das ich gemacht habe im Schillertheater, bei den Wölfers, da fing das an, dass ich sagte, ja, jetzt bekenne ich auch dazu, du singst. Also Sänger bin ich, Autor bin ich, Moderator war ich. Ihre Mutter war Jüdin und hatte die Nazi-Herrschaft mittels einer Wanderpersonalkarte überlebt. Ihr Vater war Kommunist und saß 9,5 Jahre während der Nazi-Zeit im Zuchthaus und KZ. Hat Ihre Mutter Ihnen, als Sie noch ein Kind waren, erzählt, wie Ihr Leben in dieser Zeit verlief? Später haben Sie ja mit ihr ein Buch geschrieben. War das etwas, worüber sie offen sprach, oder hat sie das eher verschwiegen? Oder dazu geschwiegen? So ist also erst einmal, das Buch habe ich nicht mit ihr geschrieben, aber überhaupt hat sie nie geschrieben. Aber Tatsache ist auch, dass in den ganzen Jahren von Disco sie mein unmittelbares Gegenüber, mein Vis-à-vis im Ohrensessel war. Und sie hatte wirklich dann solche Ohren für das, was ich schrieb, unter dem Motto, was kriegen wir durch beim ZDF und was nicht. Gut, wir litten nicht unter dem unter den Kontrollorganen, nicht unter einem Zentralorgan, nicht wie in der DDR, aber es gab andere Dinge im christlichen Sender ZDF und meine Mutter achtete darauf, dass die Pointen sitzen und wir darüber auch stritten, aber sie war, was nun
diese Schon-Vergangenheit angeht, da war sie sehr stark beteiligt. Und an dem einen kleinen Büchlein der deutsche Jude gibt es einen Textbeitrag. Geschrieben selber hat sie nicht. Was ihre Vergangenheit angeht, war mein Papa. Aber nochmal, hat sie, als Sie ein Kind waren, mit Ihnen über die Zeit gesprochen oder eher wenig? Ja, mein Papa war gesprächiger. Also meine Mutter hat im Grunde hat sie am liebsten über ihre schöne und heile Kindheit am Montbijou-Platz gesprochen, Neue Promenade 7. Sie hat gern darüber gesprochen, was das für eine wunderbare Kindheit war. Und sie hat dann, wie soll ich das sagen, also als die Mauer fiel, da hat sie das Wenige, das sie mir erzählt hat im Zusammenhang mit dem Abtransport meiner Großmutter, da haben wir als allererstes, kaum dass die Mauer gefallen war, sind Mama und ich, Papa war schon tot, 1979 gestorben, da sind wir in die der Familie Basch zugewiesene Wohnung, eine kleine Wohnung, da sind wir hingefahren in zum Weimannsweg, Weinbergsweg 3. Ich stocke schon ein bisschen, weil das immer, aber das, ich mach's mal persönlich. Also das war für mich sehr aufregend, weil wir fuhren dahin und dann hat sie mir gesagt, da ist die Nummer 3. Und ich wusste von ihr auch schon aus Kindertagen, dass das das Haus war, aus dem 1943, glaube ich, die Nazis die Großmutter an den Haaren die Treppe runtergezerrt haben. Und es war für mich wichtig, mal an diesen Platz gewesen zu sein. An diesem Platz gewesen zu sein. Und ich habe das noch einmal gemacht für ein Porträt, für ein Fernsehporträt. Auf meiner Suche, bin ich nun Jude oder nicht? Denn ich bin ja nicht jüdisch erzogen. Ich habe nur jüdische Wurzeln, aber jüdisch erzogen bin ich nicht. Und als ich dann im Hausflur war, in dem Haus, und es wurde gedreht, das habe ich auch zugelassen, ja, das ist mir sehr schwer gefallen. Auch wenn man jemanden nicht kennt, ja, ich habe ja meine Klasse, aber das war wirklich schwierig. Und mein Vater hat viel Lehre erzählt. Darf ich noch mal fragen, wie hat sie das gemacht mit dieser komischen Wanderpersonalkarte? Ja. Also immer in der Angst, es kommt raus, das darf man ja nicht vergessen. Darf ich ergänzend sagen, da war einerseits die Wanderpersonalkarte ein Provisorium innerhalb der Kriegszeit für ausgebombte Reichsdeutsche. Und da stand auf der anderen Seite etwas im Nachhinein unfreiwillig Komisches, gültig bis zum Kriegsende. Ne, Endsieg und so. Aber die Karte hat sie bekommen, weil es ganz wenige Menschen gab, die davon wussten, dass sie Jüdin ist. Und einer von denen war der 102 Jahre alt gewordene Wolf Leder, ein Bühnenbildner, der einerseits in der Nazizeit, auch davor schon, Bühnenbildner war, Kostüme gemacht hat, vor allen Dingen für Revuen, und dann nach 45 im Friedrichstadtpalast ein Spezialist für die Tatsache, wie zieht man Mädchen aus, ohne dass sie wirklich nackt sind. Wer wusste davon? Das habe ich bis heute nicht gelernt. Ja. Das ist bei uns auch vielleicht ganz günstig, wenn wir darüber nicht nachdenken. Ja. Aber der hat ihr praktisch die Karte gegeben. Der hat das gewusst, aber den Schein hat sie bekommen von einem Menschen im. Die war, hat eine Zeit lang hat sie Komparserie gemacht, Beauty. Da brauchte man keinen Vertrag. Ja. Hat sie eine Zeit lang mitten unter den Nazis, mitten unter den Revue-Girls, war sie Komparsin, hatte sogar mit einem Obernazi zu tun, nämlich Karl Knapp. Der war wirklich Nazi und hat mit ihr herzlich gerne, als eine Partnerin ausfiel, mit ihr auf der Bühne gestanden und den Sketch gespielt. Und unten war ein Büro der Gestapo in der Friedrichstadt, mit der Plaza. Plaza hieß das. Und da gab es einen Herrn Gérard, der war künstlerischer Direktor dort. Und meine Mutter wurde durch diesen Tipp von der Familie Gérard zu einem Mann geschickt, der teilte ein, so
Lebensmittelgeschichten, Lebensmittelkarten und aber auch dieses Provisorium. Um es gleich kurz zu machen, das war ein Mann, der genau wusste Bescheid und er hatte etwas übrig für Juden, die man schützen muss und hat da versucht, was zu tun. Er selbst war schwul und hat auch da in dieser Richtung sich selbst in Acht nehmen müssen. Und er ist leider in den letzten Kriegstagen gestorben. Meine Mutter hätte sich so gerne bei ihm bedankt. Denn dieser Schein ist ja, na klar, ein Provisorium, das galt. Also das heißt, er hat sie einen King unter falschem Namen, floh sie durch 21 Städte. Aber das war wie ein Ausweis. Und sagen Sie, und Ihr Vater, was hat der erzählt? Der hat von zwei Fluchten erzählt aus dem KZ. Der war ein Moorsoldat. Der war in Esterwege. Wir sind die Moorsoldaten. Und das kannte er zu. Er hat aber den Langhoff, der den Roman geschrieben hat, der dann Gott sei Dank in die Freiheit kam, mit Hilfe von einem Pfarrer, glaube ich auch. Mhm. Den hat er nicht kennengelernt. Das war vor, die sind sich nicht begegnet. Da war der schon weg. Der hat von zwei Fluchten erzählt. Aus dem KZ. Einmal nach Berlin. Da wurden sie so schnell wieder, geschnappt haben. Und dann einmal nach Holland. Denn von Esterwege das war ja Moor, so weiter, das war also ein weiter Weg, aber auch nicht so weit, wie Berlin. Und dort hat er ein Jahr lang illegal unter kommunistischen, jüdischen Menschen gelebt. Und ich erwähne es deshalb kommunistisch und jüdisch, weil ich leider sagen muss, dass es aus diesem Doppelgrund, weil es nicht nur Kommunisten, sondern auch noch Juden waren und die Logistik für die Nazis in Amsterdam sehr einfach war. Es ist eine kleine Stadt. Da hat keiner überlebt von denen. Keiner. Sie haben inzwischen an einem Dokumentarfilm hinsichtlich des Lebens auch Ihres Vaters im KZ Kaltenkirchen mitgewirkt. Warum hat Sie das, als Sie schon 60 Jahre alt waren, gerade so beschäftigt? Kommt das dann einfach wieder, dass man sagt, ich muss das einmal? Ich war ja ein absolut gelernter Muttersohn. Hm. Also mir kann keiner was erzählen, was ein Muttersohn ist. Ich weiß Bescheid. Also für Muttersöhne bleibt nicht viel Platz für die Liebe, weil der Schwamm, das Herz ist dort wie ein Schwamm und alles hat die Mama aufgesaugt. Das hört sich jetzt Mama gegenüber unfair an, aber es ist nun einmal so. Nicht nur bei meiner Mama. Und mein Papa hat immer gesagt, als ich so 12, 13 war, hat er gesagt, Junge, du siehst aus wie ich mit 12, 13. Ich aber fixiert auf Mama, nicht? Hauptsache, ich habe die Mama recht lieb. Sie kennen diesen Witz, ne? Ich glaubte das nicht. Und von Jahrzehnt zu Jahrzehnt habe ich gemerkt, der Alte hatte recht. Ich sehe heute meinem Vater wirklich viel mehr ähnlich als meiner Mutter. Aber meine Mutter hat mich, wie soll ich sagen, karrieretechnisch viel mehr vorangetrieben. Aber Papa hatte auch nichts dagegen. Nur Mama, die hat das bei allen vier Kindern versucht. Bei mir hat es am besten geklappt. Die Eltern Ihres Vaters waren nach 1945 strikt gegen die Ehescheidung Ihres Vaters von der ersten Ehefrau und gegen die Eheschließung mit Ihrer Mutter. Warum? Naja, also mein Vater hat etwas sehr Faires und Gutes gemacht. Es gab eine Halbschwester von mir, Georgina, und er hat zu der Hertha, die er knapp vor 33 geheiratet hat, weil da ein Kind unterwegs war, also der Klassiker, wirklich anständig, hat er geheiratet und hat dann 35 im Zuchthaus noch gesagt, da wusste er noch nicht, dass er ins KZ kommen wird, weil es waren offiziell Zuchthausjahre, 6,5 Jahre Zuchthaus, und hat gesagt, bitte, wir lassen uns scheiden, dann hast du eine Möglichkeit, wieder einen Job, würde er nicht gesagt haben, dann kommst du in Lohn und Arbeit und du wirst mit diesem, und dann hat er mir noch erzählt, ab und zu erzählte er solche Sachen, die Frau, die Hertha, hat gesagt, Georg, wenn du rauskommst, hörst du dann damit auf, mit dem Kommunismus? Hörst du dann damit auf? Dann hat er gesagt, wieso, deshalb bin ich doch hier drin. Natürlich höre ich damit nicht auf. Und deshalb sage ich dir auch, du musst dich von mir scheiden lassen. Ich kümmere mich ums Kind und vom Lager aus. Also es gibt rührende Briefe,
Er konnte sich nicht kümmern, aber es kümmerte ihn. Und wie soll ich sagen, wo haben wir stehen geblieben? Ja, dass seine Eltern. Ja. Also strikt gegen die Eheschließung war, weil das, das bei ihrer stimmt. Mutter das stimmt. Also, die waren geschieden. Ja. Aber Papa wusste 45 nichts Besseres aus der Sicht meiner buckligen Verwandtschaft auf die andere, die gibt's ja, gab's ja nicht, sind ja alle tot, umgebracht. Ich kannte nur, in Anführungsstrichen, als kleiner Junge, die kleinbürgerliche, nicht-jüdische Verwandtschaft, wobei ich übrigens annehmen muss, dass die jüdische Verwandtschaft meiner Mutter auch eine kleinbürgerliche, gut situierte, kaisertreue Familie. Also ich könnte mir das so vorstellen aus dem, was Mama so erzählt hat und wie sie so tickte. Die wollten das nicht, dass der eine Jüdin heiratet. Er war ja geschieden, wie gesagt, ne? Ja. Und ich muss Ihnen leider sagen, das ist eine der ersten Enttäuschungen des Kommunisten Georg Richter. 45 im September haben sie geheiratet, ja? Und kurz davor kamen Genossen, teilweise Genossen, die mit ihm im KZ gewesen waren. Ich sag gleich mal vorab, Deutsch bleibt Deutsch, da helfen keine Pillen, schrieb schon Tucholsky, und sagten, Schorsch, muss das sein. Hm. Ja, und das hat er dann öfter auch noch mehr, öfter erlebt, auch in der DDR. Sie sind ja dann vom Westen in den Osten gegangen und er ist ja am Ende ein enttäuschter Kommunist und dann fliehen wir. Zwar ist er als enttäuschter Kommunist mit der Küchenschürze in der Küche, während wir draußen die Sketche machten im Wohnzimmer, hat er schon mal, der Bär-Ding ist rot, während er Petersilie gehackt hatte, hat er das gesungen und hat die kommunistischen Lieder alle drauf gehabt, Moorsoldaten kannte ich auch. Aber wenn ich ihn fragte, schon als kleiner Junge, Papa, aber das hat doch alles nicht so geklappt mit dem Kommunismus. Und ihr seid doch geflohen. Das habe ich schon als kleiner Junge gefragt, so mit 10, 11. Und dann hat er gesagt, und das rührt mich noch im Nachhinein, er hat gesagt, Junge, Ilja, das ist richtig, es hat nicht geklappt, aber der Weltkommunismus kommt. Der Weltkommunismus kommt. Das habe ich zu erkennen. Stimmt ja auch, aber es ist erst nach uns. Das wurde Papa jetzt gesagt. Sagen Sie mal, zählen Sie mal Ihre Geschwister und Halbgeschwister auf und wie sich Ihre Beziehungen jeweils zu Ihnen gestalteten und auch gestalten. Naja, wissen Sie, wenn man so bevorzugt behandelt wird bei vier Kindern und die anderen da draußen den Eindruck haben, dass es die anderen Kinder nicht gibt, dann werden diese Kinder, und das haben sie auch verschiedentlich getan, zurückschlagen, ohne dass sie es übrigens wollen. Da ist einfach sehr viel Bitterkeit und Hass, wenn es zu offensichtlich ist. Es gibt doch immer einen Liebling in der Familie, bei mehreren Kindern. Aber es war so offensichtlich, dass ich nenne das immer im Nachhinein, dass ich der Mozart ohne Klavier war. Ja? Kein Wunderkind, kein Klavier. Ich schreibe darüber auch in meinem Buch. Dann hat Papa ein Klavier gekauft und ich habe da mal probiert. Da wusste ich, kein Wunderkind, von da an ging's bergab. Also das ist sozusagen bei meiner Schwester Janina gar kein Problem. Meine 2,5 Jahre jüngere Schwester, die hat das irgendwie verarbeitet, dass ich so bevorzugt behandelt worden bin. Außerdem war mir eine arme Familie und es war eben dann auch so, dass das eben auch zu spüren war, dass die Dinge eben, also knapp Kleidung war. Und nicht was das Essen und das Trinken und solche Sachen. Mein Papa als Proletarier hat gesagt, nicht erst kommt das Essen, dann kommt die Moral. Das kannte ich schon ganz früh, was er bedacht hat. Ne? Er hat gesagt, Essen ist wichtig, Trinken ist wichtig. Essen, Trinken, Kleidung. Und Bildung, ganz wichtig, dass du nicht blöd durch die Welt gehst. Lies. Was habe ich gemacht? Ja, Essen war prima, Trinken war prima, aber ich habe die kleinen Sigurd-Heftchen gelesen, diese kleinen billigen Heftchen, die es da gab. Und er sagte, er wollte, dass ich an die große Literatur gehe und das lese. Mein erstes Buch habe ich erst mit 12 gelesen, mit 11. Das war Onkel Toms Hütte. Das hatte er mir besorgt und auch das hatte so seinen Grund. Auch interessant. Also mein Literaturhunger kam so relativ spät, aber er kam dann. Bei mir war es Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Ja? Ja. Aber das sind so Bücher, die auch Tür öffnen. Das schon, ja.
War ja auch spannend. Ja, das ist einfach schön. Ihr Vater war zunächst Bürgermeister in Reinickendorf und arbeitete dann als Musikredakteur beim Rundfunk in der DDR. Mhm. Ihre Mutter war Sekretärin beim technischen Direktor der Komischen Oper. Mhm. Und warum verließen denn beide 1955 die DDR? Das ist eine sehr traurige Geschichte, weil mein Vater, der war ein sehr sturer Hund. Mhm. Und er war vom Charakter her aufbrausend. Und als er gemerkt hat, dass aus verschiedensten Gründen er nicht einfach in der Linie blieb, der kommunistischen Linie. Es fing an mit dieser jüdischen Frau. Kurz davor, muss ich ganz kurz erzählen. Die Mama, die kam immer in die Bürgermeisterei. 45. Die Russen waren zu diesem Zeitpunkt in Reinickendorf. Und, die waren da nur ganz kurz, aber es sollte ein Kulturhaus her, ganz typisch, ne? Und Mama war die Direktorin, meine Mutter kam dann rein und mein Vater, so hat's Mama erzählt, sah sie sehr schön aus, und sah sie schon und sagte, Frau Basch, nein. Und darauf sagte er dann, Sie wissen doch noch gar nicht, was ich will. Ach, sagte er, Sie wollen doch immer nur dasselbe, Sie wollen Dachpappe. Und dann muss es irgendwann doch über die Dachpappe hinausgegangen sein. Dann wollte er sie mal beschützen, weil es einen Sittenstrolch gab, tatsächlich in Reinickendorf. Und da müsse er sie beschützen. Und eines Tages, da kommt er, das hat Mama erzählt, muss ich kurz erzählen, weil es so goldig ist, hat er so eine Aktentasche unterm Arm gehabt. So hat es Mama erzählt, mein Gott, ich bin noch nicht geboren, 52, das war 45, hat die Aktentasche unterm Arm und soll gesagt haben, Frau Direktor, hm? Frau Direktor, ich habe ein Problem. Ach ja, richtig, ja, hier. Holt aus der Aktentasche einen Blumenstrauß raus. Weil er irgendwie verlegen war. Blumen waren noch Mangelware und ein Bürgermeister mit einem Blumenstrauß. Also 1945, das war schon sehr bourgeois. Sehr, sehr. Nahm den Strauß, gab ihn ihr und sagte, übrigens, ich habe noch ein Problem. Wissen Sie, meine Verlobte hat mich sitzen lassen. Und was mache ich denn da? Da hat meine Mutter gesagt zu mir, da habe ich zum Papa gesagt, nehmen Sie mich doch. So, und dann hat er sie, glaube ich, noch mal so kurz von oben bis unten und so weiter. Und dann, was soll ich Ihnen sagen, dann hat er eben im September geheiratet. Und alle diese Dinge und Verschiedenes, alles, was die so gemacht haben, zum Beispiel auch mal eine Reise nach Israel, sie hatten sich kurz überlegt, auszuwandern, weil es ihnen irgendwie, und das müssen sie wohl sehr frei erzählt haben. Und dann hat die Partei erfahren, dass sie den kapitalistischen imperialistischen Satellitenstaat, Israel war der imperialistische Satellitenstaat, und den offiziell auch noch zu bereisen, das gab Ärger. Und selbst Herr Felsenstein von der Komischen Oper konnte noch nicht einmal die Sekretärin meiner Mutter halten. Er verlor seinen Job, weil er einfach viele, viele Dinge gemacht hat. Er hat zum Beispiel in der Wunschsendung im Berliner Rundfunk, hat er in einem Wunschprogramm einen Wunsch erfüllt. Wissen Sie, wie der aussah? Da gab es den Wunsch, eine Dame wünschte sich, ich habe so Heimweh nach dem Kurfürstendamm. Und das hat er auch noch gespielt. Da war er, glaube ich, schon relativ sauer auf so manches, ne? Und dann hat natürlich sein Chef, der mit ihm im KZ war, der hat gesagt, Schorsch, was soll das? Du kannst doch nicht spielen, ich hab so Heimweh nach dem Kurfürstendamm. Wir haben doch die Frankfurter Allee. Ja, sagte er, aber die Lieder darüber sind mir nicht bekannt. ist doch ein hübsches Lied. Es gab nur Ärger. Zum Schluss hat er Mehlsäcke geschleppt. Dann sind die einfach geflohen. Alles klar. Wie wurde in Ihrer Familie einerseits über Politik, das haben Sie auch schon als Kind mitbekommen jetzt, aber auch über Kunst und Kultur, über Technik, Naturwissenschaften und über das jüdische Leben gesprochen und berichtet? Oder hat Ihre Mutter darüber wenig berichtet? Ja, wenig berichtet. Sie hat ja immer nur, wie soll ich sagen, sie hat das schillernd erzählt, wie das war. Denn mein Großvater jüdischerseits, also Ihr Vater Paul Basch, war ein streng gläubiger Jude. Also kein Kaftan-Jude, ein konservativer, kaisertreuer Jude. Und darüber hat sie erzählt, über das jüdische Leben. Aber sie hat ja gleichzeitig aufgrund von Angst,
muss man sagen. Mhm. Und da hat mein Papa auch, der wirklich keine Angsthase war, zweimal geflohen und immer die Klappe aufgemacht. Und also wirklich bis zu Ulbricht ist er gelaufen und wollte sich beschweren. Und dann sagte ein Genosse, bitte halt doch den Mund, halt die Beine still. Jetzt warst du schon bei Ulbricht. Also er fand wie Mama, bitte nichts über jüdische Wurzeln, nichts über meine kommunistische Vergangenheit. Und so bin ich in den Kinderzeiten, auch ohne Disco, einfach vorab, wie viele andere Familien aufgewachsen, die diesen familiären Hintergrund hatten, dass man das bitteschön unter den Tisch fallen lässt. Und Mama hat nichts, leider muss ich sagen, nichts Traditionelles fortgeführt. Sie hat ja einen atheistischen Mann geheiratet. Also Schweinefleisch wurde bei Ihnen auch gegessen. Alles. Ne? Alles. Und hier galt der Witz, was heißt hier Schweinefleisch, habe ich dich gefragt, wie der Fisch heißt. Ja. Mein Lieblingswitz ist übrigens der kürzeste, der die ganze Dialektik erklärt, wo ein Jude wütend nach Hause kommt und sein Bruder sagt, warum bist du so wütend? Ja, sagt er, ich habe den Rabbi gefragt, ob ich beim Beten rauchen darf. Und da hat er gesagt, auf gar keinen Fall. Da sagt er, du Depp, du hättest umgekehrt fragen müssen, ob du beim Rauchen beten darfst. Das hat er dir immer erlaubt. Nicht schlecht, ne? So wunderbar. Ja. Also, wissen Sie, so spät, wie ich dann, also ab 30 habe ich angefangen, die jüdischen Wurzeln freizulegen. Ja. Aber man wird deshalb nicht einfach ein gläubiger Jude. Ich bin aber kein Atheist. Ich bin ein Glaubender. Gläubiger ist ja, und was erzähle ich am Anwalt? Mit denen hatten wir das übrigens auch sehr oft. Das ist übrigens besser Gläubiger. Sehr schlecht. Trotzdem ist es besser, Gläubiger zu sein als Schuldner. Naja, und bei mir eben, muss ich sagen, bei mir war das vielleicht so ein bisschen Schuld und Bühne. Ja. Nicht? Ich habe einfach die Stellvertreterkarriere gemacht. Mama wurde einfach, hatte keine Lust auch noch als Schauspielerin zu arbeiten dann habe ich das gemacht. Kunst spielte Malerei eine Rolle bei Ihren Eltern oder wenig? Ich finde, dass meine Mama eine humorvolle und relativ ungebildete Frau war, die das sehr gut zu tarnen durfte, durch ein damenhaftes Auftreten und sehr starke Schminke. Ich finde, im Nachhinein möchte ich sagen, sie sah aus wie ein Stummfilmstar, der einfach ignoriert hat, dass es den Tonfilm schon gibt und nun immer noch auf den Wagen wartet, der sie zur Ufer bringt, um dort zu drehen. So war das. Nur wenn sie den Mund aufmachte, war es Berlinisch. Und mein Papa, das war ein gebildeter Proletarier. Das würde ich sagen, ein gebildeter Proletarier. Und Politik, so Adenauer und weiß ich was, gesamtdeutsche Wahlen 52 abgelehnt, NATO und so, spielte das eine Rolle? Ganz große Rolle, weil meine Eltern sahen zwar, was ich auch tragikomisch finde, da sitzen Verfolgte des Naziregimes am Montag genauso um 20 Uhr und sehen DDR-Fernsehen, weil da die alten Uferklamotten laufen. Ja. Also aus Goebbels Kiste und manchmal ab und zu was davor. Ja. Und werden sentimental wie alle anderen dieser Generation. Also schön war die Zeit, haben sie nicht gesagt. Aber sie haben dann, ach herrlich, ach der Rühmann. Und dann, so. Und dann kam der Schwarze Kanal. Und dann war das so, dass der auch, das war ja auch die Rechnung bei dem Sender, letzten Endes war das die Überlegung. Viele Leute guckten den alten Film und dann bleiben vielleicht noch ein paar Leute dran beim Schwarzen Kanal. Sie konnten den Schnitzler zwar nicht leiden, weil bestimmte Dinge, die er so sagte, wie er es sagte, glaube ich, sie, das unterstelle ich jetzt mal, daran erinnern, was sie durchgemacht hatten. Nämlich unangenehmes, zynisches, also das nach 9,5 Jahren Haft, und einer Mutter, einer Jüdin, die das alles, die Familie verloren hatte. Aber an bestimmten Stellen im Schwarzen Kanal hörte ich ab und zu, da hat er recht. Ja, das ist halt so. Ich kann Ihnen eins sagen. Ich wusste als kleiner Junge schon, durch diese unangenehm produzierte Sendung, aber das war ja nicht immer falsch, ne, hat ja sein Material genommen und hat dann agitatorisch gearbeitet, aber ich wusste schon, ganz, ganz, ganz früh, wer Globke war, dass der an den Rassegesetzen, den Nürnberger Rassegesetzen mitgearbeitet hatte und nun auf einmal Adenauers Adlatus. Das kriegte ich als kleiner Junge
mit ganz selbstverständlich und hatte auf diese Art und Weise, obwohl ich mich nicht äußern durfte, hatte ich eine aufgeklärte Kindheit im Zusammenhang, was Faschismus ist, was Kommunismus ist. Und ich muss Ihnen sagen, mein Fazit über Faschismus und Kommunismus beziehungsweise Sozialismus, kann ich Ihnen das sagen? Das ist das Resultat dieser Erziehung. Wissen Sie, was alles jetzt so passiert, wie es alles so passiert ist? Ich finde eine verdorbene Idee, eine von vornherein verdorbene Idee wie der Faschismus ist nicht gleichzusetzen mit einer sich selbst verraten habenden Idee des Sozialismus. Das stimmt. Das ist meine Meinung. Und das macht mich eben im Nachhinein jetzt nicht zu einem späten Bekenner, die Weltrevolution kommt noch. Und ich habe auch gesehen, dass Papa sich geirrt hatte, dass eben der Kapitalismus eben viel, 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 viel zäher war. Aber das stimmt. Aber wissen Sie, die Nazi-Diktatur hatte nicht eine einzige gute Idee, für die sie stritt. Die Kommunisten hatten eine Vielzahl guter Ideen, die dann aber verraten wurden. Ich meine, und wo es dann auch Verbrechen genau das. Und das ist der Unterschied. Genau das. Und ich verteidige mal Karl Marx und Friedrich Engels, weil das Befreiungsideologen waren. Sie wurden nur missbraucht dann in der Sowjetunion und in der DDR. Und allerdings stört Karl Marx Antisemitismus eingebaut in den Kapitalismus. Das stört mich doch in der. Ja, das lag doch nur daran, dass er Jude war. Ich meine, verstehen Sie, das hat hier mal alles Folgen, ja? Das kenne ich, ja? Weil Friedrich Engels war dann wieder ganz anders. Ja. Und der lebte ja auch, der war ja lebenslustig, etc. Ja. So in jeder Hinsicht. Und außerdem, wir müssen uns beide mal überlegen, ob wir so einen Freund haben, wie Karl Marx einen Freund hatte. Also nachdem die Haushälterin von Karl Marx schwanger war, hat er geschworen, Friedrich Engels, dass er zu ihr eine Beziehung hatte. Alles gelogen, hat die Vaterschaft anerkannt, hat die Unterhaltspflicht übernommen, hat bei Jenny Marx immer wieder gesagt, ich hatte eine Beziehung zu ihr. Ich habe mir lange überlegt, ob ich einen Freund habe, für den ich das täte. Ein. Naja, man könnte. Einen habe ich, aber den würde ich vorher 48 Stunden lang beschimpfen, aber dann würde ich das machen. In diesem Fall könnte ich sagen, da hat er für Marx eben mit Engelszungen gesprochen. Ja, und ja, das ja. ist echte Freundschaftsleistung. Ja, und wissen Sie, was mich stört? Frankreich ist ein viel offeneres Land als Deutschland. Wenn Karl Marx ein Franzose gewesen wäre, gäbe es 4 Universitäten mit seinem Namen. Das stört auch den konservativsten Präsidenten nicht. Bei uns ist alles so ideologisch. Wenn ich irgendwo eine linke Mehrheit habe, gibt es keine Gasse nach Bismarck. Wenn ich eine konservative Mehrheit habe, gibt es keine Straße nach Clara Zetkin. Mein Gott, ja. Wirkliche Stalinisten und Nazis gehören nicht in Straßennamen hinein. Aber ansonsten müssen wir mal eine breitere von Bissspanner haben, die zu unserer Geschichte gehört. Das will ich auch sagen. Und komm. Aber ich muss Ihnen eine Sache von meinem Vater erzählen, weil mich das erinnert, was Sie erzählen. Ich wurde immer über meinen Vater definiert. In der DDR, aber ich meine, ach, du bist der Sohn von Klaus Giese. Man gewöhnt sich daran. Man ist der Sohn von. Und 1993 kam mein Vater zu mir und sagte, weißt du, was mir heute das erste Mal passiert ist? Nee, da hat mich einer gefragt, ob ich dein Vater bin. Also das habe ich plötzlich gedacht. Und 2011 oder 12 kam Papst Benedikt XVI. In den Bundestag. Und eine kleine Gruppe wurde ihm vorher vorgestellt in einem extra Raum. Da stand ich auch als Fraktionsvorsitzender. Und dann sagt der Lammert, ja, das ist der Vorsitzende der Fraktion der Linken, Herr Dr. Giese. Und der Papst schaut mich an, sagt mir guten Tag und sagt, ich kenne doch Ihren Vater. Da war's wieder. Ja, das fand ich auch witzig. Ja. So, Sie lebten in West-Berlin und dann in Köln. Aber ganz kurz, nur 2 Jahre. Ja, aber wie unterschiedlich begegneten Ihnen diese Städte? Da gibt's ein Gedicht, das ich mal gemacht habe, das es versucht zusammenzufassen. Ich war ein Kind, das durfte nie als Jude sich bekennen. Sag Protestant, sprach Mama und hielt das für salomonisch. Sag Atheist, sprach Papa und hielt den Hang von mir zur Religionsfrau dort im Unterricht eher komisch. Dann stellt sich raus,
der Jesus war gar nicht katholisch, nicht protestantisch. Ich musste mit ihm brechen und wollte unbedingt mit seinem Vater sprechen. Also damit ist, glaube ich, alles gesagt. Ja. Aber als ich wir waren da nur 2 Jahre und als wir dann nach Berlin zurückkamen, da begann eigentlich diese Kinderdarstellerkarriere, ja. Diese Bühnenkindkarriere. Wer entdeckte eigentlich Ihre verschiedenen Talente? Haben beide Eltern Sie gefördert oder war das mehr eine Angelegenheit Ihrer Mutter? Oder unterschiedlich? Na, wie war es denn bei Ihnen? Sie waren doch ein Synchronsprecherkind. Ich habe in der Zeit, in der ich in Charlottenburg synchronisiert habe, da sollen Sie ja, wie ich gehört habe, das hat mir nämlich Matthias Thalheim geflüstert, mein lieber guter Freund, der beim MDR sich um Hörspiele und Features kümmert, der hat erzählt, der war zu dem Zeitpunkt, als Sie, Ilja, in Charlottenburg, da haben Sie in Johannisthal synchronisiert. Ja, das war ganz einfach. Da kam eine Frau von der Defa-Synchronisation in meine Schulklasse, 1. Klasse, in der Winkelmannstraße. Die Schule war so direkt neben der Synchron-Defa und sagte, wir sollen alle einen Satz sagen. Dann haben wir alle einen Satz gesagt und mich hat sie genommen. Ich weiß aber nicht mehr, was ich gesagt habe, ehrlich gesagt. Naja. Und dann drehte ich leicht durch, denn ich bekam mit 6 Jahren das Geld immer gleich ausgezahlt. Und dann fuhr ein Schauspieler mit Taxi vor und dann machte ich so und stieg in das Taxi ein und ließ mich nach Hause fahren. Das waren 2 Straßenbahnstationen, die man auch zu Fuß noch hätte schaffen können. Und dann sah das die Leiterin der Kindergruppe. Und daraufhin bekam ich kein Geld mehr ausgezahlt, sondern es wurde überwiesen. Davon hat dann meine Mutter das Dach decken lassen. So, das ist jetzt alles, was ich brauche. Bei mir war das so, wir haben wirklich Parallelen. Ich kann es Ihnen ja jetzt auch sagen, wissen Sie, als ich das gehört habe mit der Synchronsprechertätigkeit, da habe ich sofort gesagt, also ich muss da hin, weil wir Synchron- und Sprecherkinder müssen ja zusammenhalten. Das stimmt auch. Aber ich wurde abgeholt, beim Rias war es immer ein Chevrolet. Ein Chevrolet mit Chauffeur. Ach. Beim SFB war es nur der VW-Bus. Ja. Deshalb hoffte ich immer, dass es recht viele Hörspiele sind, weil ich, armer kleiner Junge, aus wirklich armen Verhältnissen, fand das natürlich toll. Ich verstehe die Taxi-Geschichte sowas von gut. Ja. Ja, mit dem Taxi. Aber ich konnte von Charlottenburg aus mit einem Chauffeur mit Mütze im Chevrolet nach Schöneberg fahren. Und das war natürlich für mich schon ein Hauptgrund überhaupt, Hörspiele zu machen. Verstehe ich Ihre Eltern wie meine? Sie wollten das Selbstversäumte von 33 bis 45 durch Ihre Kinder ersetzt bekommen? Ich glaube, so war das, aber das haben sie natürlich nicht zu uns gesagt. Ja, klar. Ich glaube, das geben haben Eltern meine Eltern auch nie zu aber uns gesagt. Aber wissen Sie was? Das gilt ja für alle Kinder, die in irgendeiner Weise gezwungen werden oder getrieben werden, in die Fußstapfen der Eltern, der Familie. Sehen Sie, ein Fleischer, der seinen Sohn zwingt, die Fleischerei zu übernehmen und der eigentlich Vegetarier ist, das auf jeden Fall, dass die ganze Geschichte einen Haken hat. Das war mehrere. Mir gefällt übrigens der Satz Ihrer Mutter, dass Sie auf die Frage, ob Sie Seiltanzen können, mit Ja antworten sollen, weil es ohnehin nicht dazu kommen wird. Das gefällt mir. Also, das war Ihr Credo. Ja, sag einfach immer Ja. Ja, ja. Es wird schon nicht dazu kommen. Ja. Bis ich dann in einem Tantenfilm, da war ich dann schon 16, in den Wörthersee springen sollte, als Nichtschwimmer. Da war irgendwie die Philosophie meiner Mutter war damit eigentlich am Ende. Aber sie saß im Hotelzimmer und sagte, da wird sich schon eine Lösung finden. Ja. Die Lösung war dann ein Taucheranzug. Rudi Carrell war auch kein kühner Schwimmer, aber er war ein Schwimmer. Und so. Und ich eben dann in diesem Taucheranzug. Und dann sind wir an einem Motorboot durch den Wörthersee geschleust worden. Ich sage Ihnen, wir kamen an Stellen, wo mehrere Strudel waren, da schwimmt kein Schwimmer mehr. Aber ich, der Nichtschwimmer, war da. Sie wurden wohl mit 9 Jahren ein Kinderstar. Sie spielten auf vielen Bühnen, auch Musical, synchronisierten, sprachen Hörspiele, wirkten an einer Schallplatte mit und konnten so auch Ihren eher armen Eltern finanziell helfen. Erzählen Sie uns mal von Ihren Auftritten. Was spielten und sprachen Sie denn? Naja, ich habe auf fast allen Westberliner Bühnen habe ich gespielt, was kurze Hosen anhatte.
Also im Schlossparktheater, dann schon im Stimmbruch mit... Auch mein Lieblingsspiel, Emil und die Detektive? Das gab es zu dem Zeitpunkt höchstens im Kindertheater, ja. Und da waren die Gagen zu klein. Da passten meine Eltern auf. Nein. Das war dann schon sowas wie in Any Get Your Gun mit Heidi Brühl auf der Bühne. Da war ich 11 und war sehr verliebt in Heidi Brühl, guckte aber in ihre Nasenlöcher. Naja, sie 21, ich 10, das konnte ja nicht gut gehen. Und dann habe ich mit Harry Mein, dem Ehemann von Romy Schneider, mit dem habe ich auf der Bühne gestanden in 1000 Clowns. Also ich habe an fast allen Bühnen gespielt. Ich war mehr ein Bühnenkind. Dann gab es später mal, so mit 12, 13, gab es dann die erste wirkliche TV-Geschichte. Till, der Junge von nebenan, hieß die Serie. Und produziert von einem Nazi, wie es sich herausgestellt hat. Und das werde ich nie vergessen, als er eine Geschichte gedreht hat, ohne Drehgenehmigung. Der alte Herr Greben war ein richtig großer Nazi. Der hat in Frankreich gesessen und war dafür zuständig, welche Filme auf den Index kommen und so. Und da weiß ich noch, da sehe ich den Greven noch vor mir, eine äußerst unangenehme Herrenmenschengestalt. So, da ist der hinterm Busch mit einem Polizisten verschwunden. Der sagte, die können ja nicht drehen, haben sie eine Genehmigung. Dann sehe ich noch diesen Busch, dann sind die beiden verschwunden hinter diesem Busch. Und dann hörte ich nur, unerhört! Unerhört, das gibt's doch gar nicht. Beim Hitler hat's das nicht gegeben, hat er dann tatsächlich gesagt. Also wirklich, kam dann wieder raus und sagte, das kostet ein Vermögen, aber wir können weiterdrehen. Aber er war auf jeden Fall, es rutschte ihm heraus. Ja. Beim Hitler hat's das nicht gegeben, das habe ich mir gemerkt. Ich habe mir übrigens auch gemerkt, dass er einen Jägersitz hatte. Kennen Sie das, diesen Stuhl? Ja. Das ist nur ein Stock. Ja. Und mit so einem... Ja. Und der Mann war schon sehr alt und ich war 12 und dann saß der perspektivisch bei den Dreharbeiten ständig so und ich sah den Stock nicht, weil ich da sah und dachte, das ist allerdings, der ist zwar Nazi, aber er kann, weiß Gott, sehr lange so sitzen, ja. Bis ich um ihn herum ging eines Tages und sagte, der Armleuchter saß auf dem Jägersitz, das machte er auch zu ihm. Stimmt es, dass Sie keine Schauspiel- und Tanzschule besucht haben und Gesangsunterricht erst mit 30 Jahren bekamen? Ja, so 20 Stunden oder so, bei der Schwester von Wolfgang Spier, bei Ruth Busse. Weil es sollte über den Graben gehen mit der Stimme. Und meine Mutter hatte ja gesagt, auch mit 30 habe ich mich daran erinnert, wenn sie sagen, du kannst, dann habe ich das Musical einfach angenommen. Mhm. Und hatte noch nie über den Graben gesungen. Diese Stunden haben mir sehr geholfen. Und was meinen Beruf angeht, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe einfach ein 60-jähriges Bühnenpraktikum, ja, hinter mir und sehe mich letzten Endes jetzt auch in Rentnerjahren als sicherlich ältester Praktikant dieser Stadt. Sie hatten mit etwa 15 Jahren die Chance, den jungen Genghis Khan mit Omar Sharif in einem Film in Jugoslawien zu spielen. Warum untersagten es Ihre Eltern? Jugoslawien war doch für Sie keine Gefahr. Ich meine, DDR oder Tschechoslowakei wäre was anderes gewesen. Mein Vater war kein prominenter Kommunist, aber ein geflohener Kommunist. Und die politische Polizei sagte hier in West-Berlin, Herr Richter, wir glauben, es wird gut gehen, aber wir können Ihnen das nicht garantieren, wenn Sie in Jugoslawien Ihren Sohn drehen lassen. Wir empfehlen Ihnen das nicht. Wir wissen das nicht. Und das war allein schon ein Grund, dass ich das nicht dann gedreht habe. Ich habe dann auch den Film gesehen. Das Europacenter wurde gerade eröffnet. Ich guckte mir Genghis Khan mit Omar Sharif an. Ich bin übrigens ganz nebenbei, das ist übrigens auch typisch für mich, das edelt sehr, das kommt sehr nah an meinen Vater ran. Ich wollte nicht zugeben, dass ich durch diese Glaswand, dass ich die nicht gesehen hatte und durchs, also das Kino betreten, mir also sowas von die Birne am Glas, so bang! Und dann habe ich einfach weiter gesprochen. Ja, also ob nicht wäre. Ich wollte nicht zugeben, das hat mein Vater mal genauso gemacht mit einer Milch, mit einer Bierflasche. Ja, ja. Der ist einfach, hat nicht zugegeben, als er so geschlenkert hat, bumm, an einem Pfahl mit 12, da ist er einfach mit dem Flaschenhals weiter. Und das ähnelte das. Und dann habe ich den Film gesehen. Wenn ich vor Leuten stürze,
Sie trauen mir das Tempo gar nicht zu, wie schnell ich widerstehe. Ja. Weil ich genau das, ist eine Mentalitätssache nicht auch. Liegen bleiben ist. Nein, furchtbar. Das geht nicht. Furchtbar. Das geht auch. Und dann bin ich auch wieder, dann habe ich den Film gesehen, habe ich gesehen, naja, es ist sowieso nur der Vorspann, wo man den Genghis Khan sieht. Der Genghis Khan nur im Vorspann, danach dann nicht mehr. Und im Nachhinein müsste ich sagen, also wenn ich ihn gedreht hätte, dann wäre das für mich in meiner Biografie auf jeden Fall verzeichnet worden mit dem Genghis Khan. Mhm. Erzählen Sie uns von Ihrer Nebenrolle bei Edgar Wallace mit Klaus Kinski. Ja, da habe ich in, Was war das für eine Rolle? Ja, das war so, der hieß Edgar Wallace. Ach. Der kleine Junge hieß Edgar Wallace und Fatima Lang. Ach so. Und Moment, wie heißt denn der Film? Den muss ich mir ja ansehen. Piccadilly 012, alles was Rang und Namen hatte, vom Schiller-Theater, Helmut Wille. Piccadilly 112, Hans Lothar, ja? Piccadilly 012. Ich habe eine Rolle, einen Running Gag, Der Bobby, es spielt alles in England, in London. Klar. Und das wurde auch alles in der Havel gedreht, also so wie auch Herr Horst Wendland die ganzen Wallace-Filme, ne? Ja. In Spandau und bei Berlin und so weiter drehte. Deshalb finde ich es ja auch immer so herrlich, wenn man dann so einen deutschen Film aus den 60ern sieht und so ein Bobby läuft da und sagt, Sir, Sir, bleiben Sie stehen. Sehr Bobby, sehr englisch. Ja. Und ich habe eben in diesem Film, das war, Durbridge war der Straßenfeger im Fernsehen. Das stimmt, ja. Da wollten die Produzenten mit einem Durbridge im Kino reüssieren, weil Edgar Wallace schon besetzt war mit Horst Wendland. Und in diesem Film, der aber nicht so ein Erfolg wurde wie die Wallace-Filme, da gab es eben diesen kleinen Ilja, der immer Leichen, also den kleinen Edgar Wallace, der ganz altklug spricht. Und da kann man auch sehen, was mich zum Einzelgänger in den Schulklassen machte. Ich war einfach jemand, der mit 11 oder so oder 12 in einem Interview dann es fertig brachte, zu sagen, ja, wissen Sie, dass Sie dieses Stück von Ionesco, in dem ich da mitspiele, nicht verstehen. Also das verstehe ich nicht. Das ist doch ein wunderbares Stück. Ich bin überzeugt davon, dass ich nichts verstanden hatte von dem Stück. Aber ich fand den Regisseur damals so toll. Und ich fand es so toll, in dem Stück zu spielen. Aber ich hatte nichts verstanden. Meine Stellung in meiner Schulklasse wurde durch das Synchronisieren auch nicht besser. Nicht wahr? Der Neid nahm natürlich zu. Und das musste man ja irgendwie alles ausgleichen. Und dann gingen wir in einen Film und da hatte ich gesprochen. Da kam sogar mein Name. Allerdings bei der DEFA, bei Kindern immer ohne Nachname. Da stand dann Sprecher Gregor. Ja. Das hätte meiner Mutter gar nicht gefallen. Da sieht man mal wieder, dass die konnten nicht im Sozialismus da irgendwie das gar nicht. Aber es war vielleicht meine Rettung. Ja, vielleicht, ja. Ja. Aber sehen Sie mal, was wir für da gab es ja auch noch Programmhefte, darf man auch nicht vergessen. Und da gab es immer Bilder von dem Film, ja, gibt es heute Film gar nicht mehr. Und dann stand Darsteller und dahinter stand immer Sprecher. Na, da gab es ein Programmheft, da stand mein Name. Ja, und, das war doch toll. Oh, na ja. Also ich habe für Metro-Goldwyn-Mayer gedreht, synchronisiert. Aber es gab einen Vertrag, Metro-Goldwyn-Mayer. Ja. Stand dann? Standen dann die Namen meiner Eltern, weil ich war noch nicht zeichnungsberechtigt. Ja. Diese Unterschriften waren übrigens sehr, sehr interessant, weil sie auch auf der Heiratsurkunde in Reinickendorf sehr, sehr typisch dafür waren, für die beiden Persönlichkeiten. Da stand nämlich, meine Mutter hieß ja Basch und in der Nazizeit nannte sie sich Eva Maria Eppens. Und da standen nun unter der Heiratsurkunde 1945 Eva Richter, geborene Basch, war sehr breit und darunter stand ganz klein Georg Richter. So war die ich. Sie hatten 1963 einen großen Erfolg im Theater des Westens mit Any Get Your Gun neben Heidi Brühl und dann als Co-Moderator von Hans Rosenthal. Erzählen Sie uns von beidem und mich würde interessieren, ob Hans Rosenthal Ihnen seine Geschichte als versteckter Jude in der Nazizeit erzählt hat oder es mit keinem Wort erwähnt hat. Als ich ihn kennenlernte, war ich 10, 11 Jahre und machte kleine Radiosendungen mit die Rückblende und mit 12 Jahren oder mit 11 machte ich meine erste Moderation mit langer Hose. Meine ersten langen Hosen verdanke ich Hans Rosenthal, weil einiger Programm lief und Heidi Brühl gab ein Programm, das hieß Showbusiness und ich durfte dort moderieren
und durfte dann sagen, und hier kommt mein Kollege Hans Rosenthal, der Knede, ja. Und das verdanke ich ihm. Und später dann, als ich im ZDF Karriere gemacht habe, am selben Sender wie er, da wusste ich, weil er das ja in den Sendungen natürlich nicht klar, aber man wusste natürlich über ihn Bescheid. Und darüber haben wir aber nicht gesprochen. Ich wüsste auch nicht wann. Das waren immer Begegnungen beruflicher Art. Als ich die goldene Kamera bekam, hat er gesagt, ach Mensch, Ilja, das hast du aber, wirklich verdient. Und solche Sachen, ganz rührend. Und auch als ich Schwierigkeiten bekam beim Sender, da war er auch. Aber politisch gesehen waren wir natürlich nicht einer Meinung. Und das wusste ich. Und doch hat mich dann die Taz gebeten, ab und zu schrieb ich auch Glossen und Nachrufe. Dazu komme ich noch. So habe ich einen Nachruf auf Hans Rosenthal geschrieben. Ja, wissen Sie, ich habe mal ein Interview mit ihm gehört. Und da hat er ein Interview. Und da hat er erzählt, dass er während der ganzen Nazi-Zeit in einem Keller versteckt war. Das musst du dir mal überlegen. Jahrelang in einem Keller. Und dann war 45, 8. Mai, Befreiung. Und er kam das erste Mal raus und ging die Straße lang. Und plötzlich kam eine sowjetische Patrouille und wunderte sich, was so ein junger Mann hier macht. Der hätte doch bei der Wehrmacht oder sonst was sein müssen. Wahrscheinlich war er bei der SS und hat sich jetzt bloß verkleidet. Und er wurde hart befragt. Und da sagte er, nein, ich bin Jude und war versteckt die ganze Zeit. Und sein Glück war, in der Patrouille war ein Jude und verlangte von ihm, dass er jüdische Gebete aufsagt. Und das konnte er. Ja. Wenn er es nicht gekonnt hätte. Und der machte sie, zählte die alle auf und dann sagt, stimmt, dann sind sie weitergegangen. Also ist das, auch so, da hängt dein Leben Geschichte plötzlich ja von so einem Umstand ab. Ne? Ich habe mal den Sohn von Hans Rosenthal vor einem Jahr auf Föhr, da ist ja das Haus von Hans Rosenthal und das besucht er auch nach, das nutzt der Sohn, glaube ich, nach vor. Und da habe ich mir erlaubt, etwas sehr Persönliches zu sagen. Denn ich kannte ihn ja gar nicht so gut. Er sieht übrigens jetzt auch sehr ähnlich, dem Hans. Ich habe gesagt, wissen Sie, ich möchte Ihnen mal was sagen. Ich verdanke Hans Rosenthal sehr viel. Ich habe nur beste Erinnerungen an ihn. Und ich möchte Ihnen gleichzeitig sagen, dass er für mich auf tragikomische Weise etwas verkörpert hat, was ich auch im Rückblick in Verbindung mit dem großen Irrtum der kaisertreuen und konservativen deutschen Juden verbinde, weil er einerseits zwar sich für die jüdische Gemeinde stark gemacht hat, auch diesen Posten hatte, andererseits aber auch noch stolz wahrscheinlich darauf war, dass er Helmut Kohl in seinem Haus beherbergt hat. Helmut Kohl, das ist ja nicht die Frage, war ja kein Nazi, aber diese ganze Art der Anpassung, dieses Dazugehören, ich mache mich noch jetzt immer noch nicht darüber lustig. Habe ich ihm auch gesagt. Aber ich finde, es ist eine sehr typisch traurige Erfolgsgeschichte von jemandem, der dazugehören möchte. Und er gehörte ja auch dazu. Aber man muss nur deshalb nicht unbedingt gleich den Kanzler in sein Haus einladen. Ich glaube, dass er auch stolz war. So wie meine Großeltern wahrscheinlich stolz gewesen wären, wenn Kaiser Wilhelm persönlich vorbeikommt. Also ich glaube, das ist... Da war der Sohn sauer? Bitte? Und der Sohn war sauer? Er hat mich angeguckt und hat gesagt, na ja, so kann man das sehen. Er war sehr liebenswürdig und mir im Nachhinein habe ich mich gefragt, das frage ich mich übrigens auch jetzt, während ich es erzähle, ob mir das zukommt. Das schadet nichts. Das ist gut. Das ist ja so. Wissen Sie? Eigentlich ist es eine Liebeserklärung. Ich fand den Rosenthal rührend. Ja, natürlich. Ich kann Ihnen Folgendes von den kommunistischen Juden in der DDR erzählen. Die wollten immer unbedingt Kommunisten sein und nicht Juden. Und zwar aus folgendem Grunde. Als Juden wurden sie von den Nazis verfolgt, ganz egal, was sie dachten. Aber Kommunist war freiwillig. Das andere war ja nicht freiwillig. Das ist wahr. Und sie wollten sagen, sie haben gegen die Nazis gekämpft, weil sie gegen sie überzeugt waren. Und nicht, weil sie Juden waren und gegen sie kämpfen mussten, weil die sie umbringen wollten. So, und das habe ich, das hat auch gedauert, bis ich es begriffen habe. Das ist wirklich auf den Punkt. Und das ist übrigens, jetzt spule ich zurück, als Sie mich nach der Familie gefragt haben, so ist das eben. Ich bin eben eins von diesen Kindern eines politisch verfolgt, der wusste, warum er im
KZ saß. KZ und Zuchthaus saß. Und die Mama war ja eine rassisch Verfolgte. Richtig. Und deshalb ist es eine späte Antwort auf Ihre frühe Frage. Deshalb war alles, was Mama machte, angepasst unter dem Motto, mach das und das und dann raus und Spiel und Showbusiness und nichts von dem. Und Papa machte das zwar mit, aber letzten Endes kannte er die Mechanismen ganz genau. Ich glaube, das ist der Unterschied. Erzählen Sie uns, wenn auch nur kurz, von Ihren Erlebnissen damals und später mit künstlerischen Persönlichkeiten. Einige spielen auch in Ihrem Buch, das Sie erwerben können, nehmen Sie es persönlich, Porträts von Menschen, die mich prägten, eine Rolle. Die Aufzählung von mir richtet sich weder nach Zeiten noch nach der Bedeutung für Sie. Mich interessiert nur Ihr Eindruck, der diejenigen für Sie prägte. Wenn es geht, immer mit einem Satz. Okay. Ich fange an. Klaus Kinski. Kurz, aber herzlich. Ach, was? Ja, hallo, hat er gesagt und hatte einen Totschläger in der Hand. Heidi Brühl. Verliebt, bis über beide Ohren. Aber wie gesagt, ich 11, sie 21. Das konnte nicht gut gehen. Karin Bahl. Karin Bahl, das war der erste Spielfilm meines Lebens. Und Karin Bahl habe ich nur aus der Ferne gesehen, aber ich schmolz dahin. Und hab immer, wenn ich die, dann war ich wütend, dass Peter Beck, dass Helmut Lohner sie besuchen kam, weil ich sah, die waren verliebt ineinander. Schon scheiß. Côte Bois. Côte Bois liebe ich von ganzem Herzen. Und als ich im Schlossparktheater spielte, da kam es ja dann auch zu dem Satz, den ich vorhin zweckentfremdet habe, als ich eine schlechte Probe, nach meiner Meinung eine schlechte Probe hatte und ein ehrgeiziger Junge und auch getrieben von meinen Eltern, habe ich da gesessen und war unglücklich. Und da hat der alte Bois, immer so alt wie unsere Welt, im Jahre 67 mit 67 gesagt, Ilja, machen Sie sich nichts draus, mit Persi, ne? Machen Sie sich nichts draus, wir Kinderdarsteller müssen zusammen. Rainer, Rainer Werner Fassbinder. Rainer Werner Fassbinder war völlig unbekannt, als er in einem Fernsehmusical, das leider gelöscht worden ist, mit dem Titel Tonis Freunde, vom Regisseur Paul Wasil folgendermaßen angekündigt wurde. Der Mann heißt Fassbinder. Er wird kommen auf die Probe. Er sieht aus, als hätte er ein Messer in die Stiefel. Aber ich verspreche euch, bleibt ruhig, er ist ganz, ganz armlos. Und dann kam er und mochte mich sofort. Und als ich eifersüchtig auf Susanne Dossier war und immer noch zu jung, da habe ich mich bei Rainer Werner Fassbinder, habe ich mein Herz, habe ich geweint und gesagt, Susanne Dossier wird schon wieder von dem abgeholt und Tommy Pieper hat gesagt, ich wäre schwul. Und jetzt denkt die Susanne Dossier, ich wäre schwul. Da war ich 14. Da hat der Fassbinder ganz ruhig und zart gesagt, sagen Sie, Herr Richter, auch Ilja, nein, sagen Sie Ilja, und wenn Sie nun wirklich schwul werden, wäre das wirklich so schlimm? Und ich sagte, da ich ja praktisch John Wayne in der bayerischen Fassung vor mir hatte, den männlichsten Mann überhaupt in Leder, das wusste ich denn von Maso Sado, hä? Ich war unaufgeklärt. Ich sagte, also schwul, Herr Fassbinder, das wäre furchtbar, ganz furchtbar. Weil ich dachte, ich habe mich ganz persönlich bei dem männlichsten Mann überhaupt nun ausweinen können. Und im Nachhinein habe ich gesehen, wie rührend das war, dass er mich trösten wollte. Harald Junke. Harald Junke war, wie soll ich sagen, Harald Junke war immer nett zu mir, aber als ich irgendwann mal politisch gesehen bei Drei Damen vom Grill eine Glosse veröffentlichte im Tipp-Magazin, weil ich mich darüber lustig gemacht hatte, dass er für die CDU plötzlich Werbung meinte machen zu müssen im Wahlkampf, und ich eine Glosse schrieb, in der ich mich gleich über Biederstedt, der sich in den Grunewald einmischte, aber seine Villa beim Grünewald, und was geht Ihnen denn das überhaupt an, der Barkaffee? Und Fitzmann, der war auch sauer, da habe ich gesagt, also der hat auch, so. Und die vier, und der Artikel hieß,
Junke Pfitzmann Biederstedt, Männer am Rande des Nervenzusammenbruchs. Eine absolute Verscheißerung von den Herren, die sich den Wahlkampf mischen. Da hat Harald gesagt, das kannst du doch nicht machen. Aber so, weißt du denn nicht, ich bin der größte Schauspieler Deutschlands. Und da machst du sowas. Naja, jetzt lachen wir noch mal kurz darüber, aber ich sag Ihnen, ein Jahr später war ich raus aus der Serie. So viel zu Harald. Tilla Durieux habe ich in Kindererinnerungen, weil Tilla Durieux Geschicklichkeitsspiele mit den Fingern machen konnte, die wir sehr beeindruckend fanden, meine Schwester und ich, in einem kurzen Film, den wir gemacht haben. Tilla Durieux war für mich die Frau, die mit ihren Fingern alles Mögliche machen konnte, und da war sie schon über 80. Das fällt mir zu Tilla Durieux. Peter Zadek hat mich engagiert, weil er es irgendwie toll fand, dieser Junge. Irgendwie toll. Ja? Und hat aber nicht gewusst, wie unschuldig ich war. Und hat gesehen bei der Arbeit, dass ich einfach ein unschuldiger Junge war. Und bei den Dreharbeiten von Ich bin ein Elefant, Madame, hat man sich zu sehr lustig über mich gemacht, und da hat der Peter Zadek dafür gesorgt, dass das aufhörte. Aber Zadek fand mich künstlerisch toll. Immerhin. Manfred Krug. Das habe ich im Buch verewigt. Ein Mann, mit dem ich immer gerne singen wollte. Ich hatte mit ihm gedreht, und da war ich, glaube ich, 34, und er war, glaube ich, ich weiß nicht, mit 40, ja, 40 was. Und später habe ich dann von ihm sogar seine Band zur Verfügung gestellt bekommen. Aber gesungen hat er mit mir nie, aber hat mir Tipps gegeben fürs Singen. Und diese Tipps, die beherzige ich heute. Katharina Thalbach hat mich spielen lassen mit dem Hallervorden in den Socken. Damit eröffneten wir das Theater. Und auf den ersten Proben sagte sie: Ilja, wir haben noch nicht zusammengearbeitet, aber glaube mir, wenn du weiterhin so zurückhaltend spielst, der spielt dich an die Wand. Und Hallervorden, der ja nur für Geld so was macht, der sagte: Ach Mensch, Katharina, nun lass doch mal. Und im Laufe von 4 Wochen haben wir uns dann richtig gut zusammengefunden. Aber er hat gesagt, ja. Jetzt kommt er, Dieter Hallervorden. Ja, über. Ich finde, Dieter Hallervorden hat einen Elan. Ich bin mit politisch nicht immer einer Meinung. Wie soll das denn auch bitte gehen bei meiner Vergangenheit? Aber ich bin der Meinung, dass man vor Hallervorden den Hut ziehen muss, weil ich mag seine Statements politisch oft nur bedingt. Aber über das Gendern und über die vielen Kontrollmaßnahmen, was man alles nicht mehr sagen darf, finde ich immer noch den Satz toll, dass er das nicht gut findet. Er wäre gegen betreutes Sprechen. Das gefällt mir. Den Satz merke ich mir. Rudi Carrell war nicht so Logomüter. Aber Rudi Carrell, bei dem ist es ähnlich. Ich finde Rudi Carrell menschlich nicht so wahnsinnig bemerkenswert, aber ich finde es bemerkenswert, was er ins deutsche Fernsehen gebracht hat, nämlich einen sehr lockeren Humor. Er war aber nicht, als wir die Tantenfilme machten, so locker, wie ich mir dieses Idol vorgestellt hat. Das soll ja Loriot auch nicht gewesen sein. Aber Rudi Carrell, will ich ihm was sagen, Anfang der 90er Jahre, als ich, ja, die große Mehrheit der Bevölkerung mich strikt ablehnte, ich selbst mich zwar netter fand, aber das hatte ja keinen Sinn. Und, Sie haben daran gearbeitet, ja, ich hab, ist besser geworden. Ich habe daran gearbeitet und werde jetzt von der Mehrheit respektiert, aber das war nicht leicht. Und Rudi Carrell kam zu mir und sagt: Ich mache für dich Wahlkampf, wenn du möchtest. Und dann sagt er, wie hieß das, 7 Tage, 7 Köpfe, ja, ja. Oder irgendwie sowas, ja. Da lade ich dich ein. Da sage ich: Nein, das mache ich nicht, ich bin kein Komiker, kein Satiriker, ich kann das überhaupt nicht. Sagt er: Glaube mir, du machst dich so beliebter. Und dann saß ich da wirklich etwas verklemmt, ja, aber... Das passt. Aber das ist doch wieder erstaunlich. Carrell, ne? Hat Talente erkannt,
hat auch mein Talent erkannt, hatte aber auch kritische Worte dafür, die einfach jetzt, die lasse ich weg. Und zwar nie, nein, nicht, was Sie denken, weil ich das nicht, weil ich will jetzt keine Künstlerrunde damit machen, so Plaudereien an den Kaminen über. Aber er hatte immer gute Tipps, und ein paar habe ich nicht beherzigt und habe später kapiert, was er damit meinte. Roy Black war ein Troubadour des 20. Jahrhunderts und für einen Sänger spielte er gar nicht schlecht. Ich kann mir allerdings nicht die Gehässigkeit verkneifen und ich glaube auch nicht, dass er im Jenseits damit jetzt zu tun hat, dass er das immer noch nicht komisch findet. Ich halte es immer noch für möglich, dass ein Großteil deutscher Frauen das kleine Asthma-Problem, das er während des Singens zum Besten gab, für Sinnlichkeit hielt. Nämlich ganz im Wein. Das hielten die für Sinnlichkeit, aber ich glaube, es war eher ein medizinisches. Frank Zander ist in Ordnung. Ich finde vor allen Dingen seine Charity-Sachen für die Underdogs. Da muss ich mich jetzt auch mal einklinken. Und wir müssen uns überhaupt in politische Dinge, in soziale Dinge, also ich muss mich mehr einklinken und ich habe das auch jetzt vor. Ich war Weihnachten wieder da. Und das hat ja diesmal sein Sohn gemacht, aber es lief ziemlich gut. Elton John war in Deutschland noch relativ unbekannt, saß an einem Klavier und sang ein Lied live, was es bei Disco auch nicht immer gab. Und neben mir stand ein Promotion-Mann. Ich sehe mich heute noch nicht als Musikfachmann. Ich habe nur eine Sendung moderiert, ein Komiker, der eine Musiksendung gemacht hat. Aber da in diesem Fall habe ich eine gute Antwort gegeben. Der sagte, wie finden Sie den? Und da habe ich zu ihm gesagt, ich glaube, um den müssen wir uns keine Sorgen machen. Elton John. Und dann... Ja. Deep Purple. Ich weiß, glaube ich, Deep Purple hat... Deep Purple, da habe ich keine große Beziehung zu, wie überhaupt. Ich habe gerne Rock präsentiert, hatte aber selber biografisch damit nicht so viel zu tun. Aber ich wusste immer, wann eine Band gut war und wann schlecht. Und ich wusste, dass Deep Purple gut war und Bay City Rollers schlecht. Theo Ling, hier dürfen Sie etwas länger erzählen. Ich mach's mal so. Als Autor habe ich in meinem Buch, Sie kommen übrigens auch lebend hier aus, wenn Sie es nicht kaufen. Ich habe in meinem Buch, und da haben wir, der Matthias Thalheim, der mich betreut hat über diesem Buch als Lektor, da habe ich die spannende Familiengeschichte von Theo Lingen erzählt. Und es ist mir wichtiger zu sagen, dass mir der Mensch Theo Lingen die schwerste Zeit seines Lebens damit verbracht hatte, komische Filme zu drehen in der Nazizeit, während er parallel dazu darauf achten musste, dass die jüdische Familie, in die er hineingeheiratet hatte, nicht ins KZ kommt. Das ist ihm gelungen. Und als doch mal beim Anschluss in Österreich die Schwiegermutter plötzlich doch in Haft kam, in Haft, die nach Auschwitz geführt hätte, auf jeden Fall in die KZs, da ist er bei Goebbels vorstellig gewesen und in dem Buch gibt es den Satz, den mir seine Frau 1975 erzählt hat. Im Tagebuch von Goebbels steht, heute war Theo Lingen bei mir. Er hat Probleme, ich konnte ihm etwas helfen. Und meine Begegnung mit Frau Lingen nach einem schönen Essen mit Herrn Lingen war die, dass die sehr alte Dame sagte, ach, wissen Sie, Herr Richter, was es wirklich war, was er gesagt hat, der Herr Goebbels? Er hat gesagt, lieber Herr Lingen, wir wissen genau, mit wem wir es zu tun haben. Aber solange die Soldaten an der Front über Sie lachen, müssen Sie sich keine Sorgen um Ihre Familie machen. Immerhin, ja. Ich habe das jetzt nur... Naja. Es regt mich schon auf, während ich jetzt versuche, zusammen zu schreiben. So, jetzt müssen wir zum Fernsehen kommen. Erzählen Sie uns von Ihren legendären Shows bei der ZDF Disco und Hot and Sweet und dem Zuschauerfolg. Dabei bitte ich Sie auch, Ihren Schlachtruf und Ihre Klamotten zu erwähnen. Das wäre jetzt zum ersten Mal, weil ich lasse das immer die anderen Menschen sagen. Aber... Sie wollen den Slogan? Ja, ich höre den so gerne.
Ja, aber dann müssen Sie das mit meinem Timing irgendwie überein. Wir müssen das dann üben. Ich weiß ja nicht, ob Sie es noch drauf haben. Also, ich probiere es mal, ja? Ja. Mache ich sonst nie, mache ich heute das erste Mal. Ja, wirklich. Und früher im Fernsehen? Im früheren Fernsehen, aber danach nie wieder, weil ich dachte, okay. Ja, gut, also, Licht aus! Gott an! Nein, das ist falsch. Das ist auch textlich richtig, aber Sie haben da ein Warm und ein Ja vergessen. Und deshalb machen wir das jetzt nochmal. Sie haben es so gewollt, das dauert. Ja. Wenn Sie es gut machen, gehe ich mit Ihnen auf Tournee. Naja. Also, Licht aus. Wow. Nein. 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 Wir machen das als mit, ich mache dir mal den Mini-Karajan, ja? Licht aus. Wow. Ja. Spot an. Ja. Ja. Hier ist er, Gregor Gysi. Aber mich interessieren noch die Klamotten. Ich sage Ihnen nur mal ganz schnell, dass das der Spot, dieser ja. Slogan, ja. nur dadurch entstand, dass ich der Meinung war, dass diese Quizsiegerinnen und Sieger, die nun, die Sendung war jung und die fing erst an, und da habe ich meinem Redakteur gesagt, Dr. Klaus Weising, wir müssen dafür sorgen, dass der Quizsieger oder die Quizsiegerin so präsentiert wird, als wenn wir sagen würden, Liz Taylor, Richard Burton ja. oder so. Dass der Nobody meine ich nicht abwerten, sondern das unbekannte Gesicht, gefeiert wird wie ein Superstar. Und das hat er zuerst irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ja, sage ich, aber Klaus, wir brauchen Rituale. Fernsehen lebt von Ritualen, hatte ich gelernt. Auch von Rudi Carrell und anderen, dass das Ritualisierte sehr wichtig ist, neben den Ideen. Ja, ja. Und das hat sich dann eingebürgert. Und im Nachhinein, denke ich, ist das ganze Geheimnis tatsächlich, dass man einen unbekannten Menschen feiert für 10 Sekunden. Also das unterbietet sogar noch den Slogan von Andy Warhol. Jeder ist für 10 Minuten mal ein Star. Bei mir war jeder für 10 Sekunden mal ein Star. Sie haben ja übrigens auch immer so schön gesagt, meine Damen und Herren, hallo Freunde. Ja, das ist so, dass meine altmodische Ader, meine altmodische Erziehung, die bis heute anhält, dass ich eben für progressives Gedankengut, für revolutionäre Vorschläge und innerhalb der Historie eben nicht im konservativen Lager anzutreffen bin. Aber in der Form her, dass Sie bei meine Damen und Herren nutzte, um den Respekt, den ich auch im täglichen Leben jemandem gebe, auch heute noch mehr, weil man duzt sich ja zu Tode. Das hat ja nichts mehr zu bedeuten, dass du. Da mag ich sehr gerne Sie. Und Hallo Freunde war sozusagen das Signal an die jungen Leute. Insofern habe ich das versucht, in einen Nenner zu bringen. Und Sakko, auf einen Nenner zu bringen. Und wer kam auf die Idee Sakko und Krawatte? Das kam automatisch von mir, weil ich so geprägt war von all dem, was ich Ihnen vorhin erzählt habe, im Zusammenhang mit meinen altmodischen Eltern. Ich bin das altmodische Kind sehr alter Eltern. Und dieses Kind sehr alter Eltern fand es nichts irgendwie unangenehm, sondern schön, sich so zu kleiden wie die Helden, die er, also ich, in den Filmen sah. Also ich wollte ein Gent sein im eleganten Anzug. Aber andererseits wollte ich auch gerne wie Georg Kreisler sein. Hm. Und das bedeutete dann, das konnte ich in der Sendung nicht machen. Aber bei mir war das so, während andere Mick Jagger toll fanden und Deep Purple und so weiter, wollte ich gerne wie Georg Kreisler solche Zeilen singen, die ich natürlich nicht singen durfte. Wenn wir nicht ihre Pläne stören, wird die Zukunft nicht uns gehören. Die Generäle sterben nicht von selber weg und dabei aussehen wie ein Buchhalter. Naja, auch sehr. Er konnte doch auch fantastisch provozieren, wenn er Tauben erschießen geht. Einmal. Ja, ja, genau. Er war sehr empfindlich, wenn man ihn auf diesen Song ansprach, weil er eben ja viel bessere Sachen geschrieben hatte. Und dann hat er irgendwann mal ein Buch rausgebracht, das finde ich großartig, das hieß Ewig flehen meine Tauben. Also, übermäßig so, da, 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 ewig flehen meine Tauben.
Sie wollten als Theaterschauspieler irgendwie seriöser werden und waren 2 Jahre in einem festen Ensemble in Bremen. Kam eine Wiederholung für Sie nicht in Frage? Von Disco? Nee, von 2 Jahre Bremen-Theater. Nach diesen 2 Jahren hatte ich das Gefühl, dass ich sozial eine Menge gelernt hatte, ja? Aber nicht am Theater selbst. Mhm. Und deshalb fand ich, dass ich Schauspielersprecher wurde, eben nicht Erster, da trauten sich manche noch nicht ran, denn ich war für viele doch E.T. der Außerirdische, der nun da plötzlich in Bremen aufkreuzte, was macht der in unserem Ensemble, aber Andras Fritschei wollte mich eben haben und deshalb fand ich es nach 2 Jahren gut, weil ich was gelernt hatte, auch bei Andras Fritschei, aber es ging mir vor allen Dingen um die soziale Komponente, sich einzubringen in ein Ensemble. Danach habe ich aber nie wieder ich habe es versucht ein paar Mal, mich in Ensembles einzuklinken, aber die hatten teilweise eine ganz merkwürdige Angst vor mir. Die glaubten wirklich in München oder in Hamburg, dass wenn sie mich engagieren, wie Dieter Dorn oder solche Leute, dass ich dann Disco in ihre Sphären bringe. Und das ist natürlich ein völlig bescheuerter Gedanke, weil ich kam ja genau deswegen, klar, um Disco hinter mir zu lassen. Sie schrieben Kolumnen, Sie sagten es schon, in der Morgenpost, in der Welt, im Tagesspiegel. Sie waren vor allen Dingen in der Taz. Wo? In der Taz, ja. Sie waren, die Taz war einmal nett zu mir. Und zwar nach meiner ersten inhaltlichen Rede im Bundestag. Die fielen so über mich her, aber nicht die Union, sondern die SPD und die Grünen. Und da schrieb die Taz am nächsten Tag, bei seiner ersten Rede hätten sie ihn ja auch zufrieden lassen können, aber keine Chance. Das fände ich nett. Und das Zweite war, dass sie mich anschrieben, ob Männer Feministen sein können. Und meine Antwort lautete in aller Regel nicht, ich kenne nur eine einzige Ausnahme, nämlich mich selbst. Und das haben nicht alle verstanden, die Ironie, die dahinter steckt. Mit Ironie, also die Ironie hat ja nun auch nicht gerade Hochsaison. Das stimmt, und, ja. Ja? Aber jetzt kommt's. Die Taz kam nämlich noch. Sie waren der Spezialist für Nachrufe bei der Taz. Und das wollte ich gerne, dass Sie uns von Letzterem erzählen. Wie schreibt man denn Nachrufe, wenn man jemanden gut kennt, ist es schwer. Wenn man jemanden kaum kennt, ist es nicht so schwer, aber es wird sehr oberflächlich. Wie macht man das? Ich glaube, ich unterstelle im besten Sinne unterstelle ich der Taz, dass in den 80er Jahren, als nun ein Hans Rosenthal gestorben ist, ja, unterstelle ich Ihnen, da bei der Taz, dass sie sich gesagt haben, was machen wir jetzt? Ja. Wir können nichts Gutes über ihn schreiben, das passt nicht zu uns, uns fällt nichts ein. So stelle ich mir das vor. Wir können auch nichts Schlechtes schreiben, das ist geschmacklos, er ist tot und ist ein Stück Fernsehgeschichte. Nehmen wir noch den Ilja, der hat einerseits jüdische Wurzeln, das unterstelle ich Ihnen mal. Habe ich es nie, das ist mir nicht so gesagt, aber ich glaube einfach, ja, dass man gesagt hat, wenn der Ilja etwas schreibt, aus seiner Sicht, dann wird es kritisch genug sein, dass wir es drucken können. Und andererseits sind wir fein raus, weil hier ein jüdischer Mensch über einen Juden geschrieben hat. Und das ist eigentlich völlig absurd, weil ich es als so absurd empfinde, auch durch meine Äußerungen über meine jüdischen Wurzeln. Wenn man in Deutschland sagt, man hat jüdische Wurzeln, dann heißt es sofort, er ist Jude. Das muss man aber erst mal rausfinden. Das erklärt man mir dann, dass ich Jude bin. Und dann gibt es auch so wunderbare Sätze von Nicht-Juden, die sagen, ja, wissen Sie, Ihre Mutter war ja Jüdin, dann sind Sie es auch. Hier kommt auf eine völlig verrückte, verrückte Weise etwas zum Tragen. Nicht-Juden erklären einem Sohn einer jüdischen Mutter ein Gesetz, das selbstverständlich nur aus der Sicht des Rabbis Gültigkeit hat. Denn nur aus jüdischer Sicht eines Rabbis sind wir Söhne, also bin ich Sohn einer, automatischer Sohn einer jüdischen Mutter, Jude. Aber meine Mutter pflegte, da wurde sie tatsächlich mal politisch und hat gesagt, Ilja, das ist ein solcher Blödsinn, wenn man uns das erklärt. Das hat sie gesagt. Weil der Hitler hat auch nicht danach gefragt, ob die Mutter Jüdin war oder der Vater oder das war ihnen egal. Sie brachten uns um.
Aber nicht aus dem, unter dem Motto, das ist jetzt ein Sohn einer jüdischen Mutter. Das ist eine reine religiöse Interpretation der Juden. Ja, aber eigentlich wundert mich das, dass das zu Ihnen des Öfteren gesagt worden ist, weil eigentlich in den Köpfen nach wie vor die Nürnberger Gesetze gelten. Und dann noch bis zur Halbjude, Vierteljude, alle rechnen die Prozentzahlen aus. Ja? Sie sprechen das an, was mir sehr am Herzen liegt, auch das nochmal zu sagen, das ist wirklich absurd. Ja. Und das passt auch tatsächlich zu dem, was ich Ihnen gesagt habe im Zusammenhang mit dieser Interpretation. Ja, wer heute noch immer sagt, wo man doch so empfindlich ist bei bestimmten Sachen, wo ich sage, seid doch nicht so empfindlich, es ist wirklich zu viel im Zusammenhang mit der... Es ist gut, dass bestimmte Sachen sich verändern in der Sprache. Auch im Zusammenhang mit Feminismus. Bestimmte Dinge sind notwendig. Aber das da, dass es immer noch Leute gibt, die sagen, ja, mein Vater war ja Halbjude. Es fehlt nur noch Vierteljude. Wie macht man das? Wie macht man das, ein halber Jude zu sein? Ich kenne eine halbe Tasse, ich kenne ein halbes Glas, ich kenne auch einen Volljuden, aber nur als Joke. Was ist das? Es ist Blödsinn. Also in meiner Autobiografie habe ich sowohl nach den Nürnberger Gesetzen meine Prozente errechnet, als auch nach dem alten Rabbi seine Theorie aufgestellt. Und wie war es bei Ihnen? Ist die Mutter, jetzt frage ich mal so wie manche, Mutter Jüdin oder Papa? Mein Vater hatte eine jüdische Mutter, meine Mutter nur einen jüdischen Großvater. Danach war meine Mutter keine Jüdin. Nach dem alten Rabbiner war mein Vater Jude, weil er eine jüdische Mutter hatte. Ja. Aber nach den Nürnberger Gesetzen war er ja nur Halbjude, meine Mutter Vierteljude. So kommen bei mir 37,5% raus. Und meinen Kindern habe ich ausgerechnet 16,75%. Aber das beeindruckt Sie schon ein bisschen. Ja. Interessant, diese Prozentzahl. Na, die nächsten Wahlen kommen ja. Ja. Erzählen Sie uns von Ihrem Opernführer für Kinder. Das ist ja nicht leicht. Wie führt man Kinder an Opern heran? Dafür sorgte, dass das funktionierte, der Siegert. Stefan Siegert war der Autor dieses Holzwurms, der erfand einen Holzwurm, der sich im Rückblick sogar noch an die Uraufführung von Don Giovanni in Prag erinnern kann, weil da noch wirklich Holz verwendet wurde. Und das war doch eine ganz andere Qualität, dieses Holz. Also er spricht dann sozusagen nicht von Mozart, sondern er spricht von dem Holz, von der Qualität und so. Und das darüber unterhält er sich mit der Motte. Und die ist auch sehr alt und ich habe das gern gespielt, aber ich habe es nicht erfunden. Erzählen Sie uns von Ihren Theaterarbeiten bei den Nibelungen-Festspielen. Ich erinnere vor allen Dingen an Richard den Dritten, ja, aber Richard auch vieles andere. Darf ich sagen, Richard der Dritte, das war nicht beim Dieter Wedel in Worms, sondern oder Hersfeld, das kam später. Richard der Dritte, den habe ich in Göttingen gespielt, am Deutschen Theater in Göttingen. Das war aber was Besonderes für Sie. Ja, ich habe das aber nicht unter dem Motto, dass es jetzt was Wichtigeres oder Besseres ist, sondern ich habe gewusst, dass das heikel ist, aber reizvoll. Und deshalb fand ich das auch richtig, dass ich es gemacht habe. Aber ich glaube, ein schlecht gespielter Shakespeare ist niemals ganz so schlimm wie ein schlecht gespielter Schwank, weil ich der Meinung bin, ein schlecht gespielter Schwank, da merkst du, wenn es keine guten Komödianten sind, was das für ein dünner Stoff ist, wenn das nicht gut gespielt wird. Bei einem Shakespeare, und ich hoffe, ich habe ihn gut gespielt, aber egal, bei einem schlecht gespielten Shakespeare siegt immer am Ende dann doch der Shakespeare. Deshalb habe ich es gemacht. Erzählen Sie uns von Ihrem Gesamtprogramm. Also Sie haben ja einen schon erwähnt. Und Ihren Lieblingsliedern. Warum soll man eigentlich Winnetou vergessen? Mein Programm Vergesst Winnetou hatte nichts zu tun mit dem dann später eingesetzten, wie ich finde, aus Unwissenheit und dummen Klischees zusammengestelltem Angriff auf einen toten Schriftsteller. Ja. Im Gegenteil, Vergesst Winnetou beschäftigt sich mit dem Leben dieses unglaublichen einerseits Kleinbürgers, andererseits Träumers und Utopisten. Vom Kleinganoven zum Großschriftsteller,
das hatte mich fasziniert. Und deshalb hieß das Programm, mein erfolgreichstes Solo-Programm übrigens, darf ich sagen, von allen Programmen, die ich gemacht habe, hieß deshalb Vergesst Winnetou, fast unmöglich natürlich im Zusammenhang mit Kamai, aber ein Titel wie dieser, der hat funktioniert. Vergesst Winnetou, beschäftigt euch mit Karl May. Und im Rückblick würde ich sagen, ein Mann, der so intensiv und mit Helden, wie soll ich sagen, die Welt beglückt hat, die Indianer waren. Da dann anzusetzen, dass dieses Kind seiner Zeit aus kleinem, aus proletarischem Milieu, muss man sagen, nicht klein wirklich, proletarischem Milieu, ihm dann im Nachhinein eins um die Ohren zu hauen, intellektuell, dass er natürlich in bestimmten Bereichen bestimmte Sachen transportiert hat, die man so heute nicht sagt, ist einfach blöd. Thomas Kramer, ein Historiker, hat ein Buch jetzt rausgebracht. Das heißt, Karl May im Kreuzfeuer. Und der greift das auf, erklärt es und nimmt ihn in Schutz. Ich will ihm mal Folgendes sagen. Bei dem betreuten Sprechen. Ja. Gibt es Sachen, die ich nachvollziehen kann und Sachen, die ich nicht nachvollziehen kann. Mhm. Zum Beispiel, dass die Kinder sich nicht mehr so verkleiden sollen. Das machen die gerne, weil, wie man früher sagte, die Indianer für sie ja die Helden, die Guten waren. Ich weiß gar nicht, warum ich denen das ausreden soll. Und übrigens, die Kinder in der DDR sahen zu Weihnachten immer, das war glücklicherweise, haben sich ARD, ZDF und DDR-Fernsehen zeitversetzt verständigt. Sie sahen immer Winnetou und natürlich auch unsere Indianerfilme. Na klar, und das fand ich so witzig, wie das immer im Wechsel lief, wo ich hinkam. Goikic, wie heißt der? Goikic, ja. Miko Goikic. Ja. Nein, das ist immer nochmal üben, bitte. Denn ich habe mit Ihnen geübt, jetzt üben Sie mit mir. Ja. Komitic. Ja. Ein jugoslawischer Schauspieler in der DDR, der natürlich auch also seinen Indianerhelden spielt. Und das Schöne ist ja immer, dass die Weißen die Bösen sind, etc. Also das wird schon sauber eingeteilt, finde ich. Und, aber Herr Gysi, wirklich lustig ist doch, als es dann einmal dann nach der großen Welle der Karl-May-Filme in den 60ern gab es tatsächlich in den 80ern eine sehr unglückliche Verfilmung mit Pierre Brice, noch einmal bei RTL, glaube ich, privat und so, Fernsehen. Und ich glaube, dass er der Einzige war, der sprach dann unglücklicherweise selbst. Das war sicherlich der einzige Indianer mit einem Adelstitel, der auf einem Pferd saß und Ück sagte. Das ist, und ich glaube auch, dass Pierre Wies, Karl May, ich bin wirklich ein, bewundere sein Leben, aber man muss einfach diese Schattierung nehmen. Na klar. Er hatte keine Selbstironie. Und er hätte zum Beispiel solche Sachen wie Bully Herbigs Film so abgelehnt wie Pierre Brice, der als Franzose eine Deutsche verteidigte und bei Gottschalk sagte, Respekt, Respekt. Noch deutscher ging es gar nicht. Ja. Und einen Franzosen. Also das ist wirklich traurig, aber komisch. Aber alles. Erzählen Sie uns mal, wie Sie dazu kamen, Bücher zu schreiben. Also neben der deutsch-jüdischen Geschichte, wo Ihre Mutter auch einen Beitrag geschrieben hat. Jetzt nehmen Sie es persönlich, Porträts von Menschen, die mich prägten. Ich erinnere auch an Ihre Autobiografie, Spott aus, Licht an. Mit Harald Martenstein übrigens, eine Mischung. Ja. Ja. Und du kannst nicht immer 16 sein, über Trauer, Tod, Grab reden. Und das finde ich alles sehr aufregend, weil ich weiß ja auch, wie das bei mir war. Also ich wurde gedrängt, ein Buch zu schreiben. Ich hatte es gar nicht vor, ehrlich gesagt, weil ich es auch gar nicht kann. Also ich diktiere Bücher. Das Blöde ist, dass ich ironisch bin. Und dann diktiere ich, das war wirklich eine tolle Idee. Und dann steht plötzlich da, das war eine tolle Idee. Nee, ich meinte ja das Gegenteil. Das muss ich dann alles korrigieren. Ja, das kenne ich. Das Problem gab es auch bei der Taz. Wenn ich bei der Taz eine Glosse schrieb, gab es ja die rührende Situation, dass die Drucker, die Setzer,
wie es damals hieß, also damals wurde noch Setzer, sich einmischten und dann entweder korrigierten, wo eine Pointe war, oder die Pointe auch noch mit einer Klammer in Zusammenhang mit Correctness ergänzten. Das war ja natürlich furchtbar, weil man dann sich unausgesetzt ärgerte, dass alle Pointen, also nicht alle, aber oft Pointen, kommentiert wurden oder korrigiert wurden, wenn man zum Beispiel absichtlich, das kennen Sie auch, man macht absichtlich einen Schreibfehler, sagt, ne, sagen wir mal, ich erfinde jetzt was, Kaiser Tiberius war ein Herr, Herodes nicht. Ja? Dann kann es natürlich passieren, dass, also das ist jetzt nicht passiert, aber dann hätte es passieren können, dass die schreiben, was will er, Kaiser Tiberius war ein Herr, aber Herr und dann Rodes und dann ist die Pointe natürlich im Eimer, wenn du das nicht Herodes in einem Wort schreibst. Ja. Solche Sachen passierten dann. Deshalb bin ich auch froh, dass wir das hinter uns haben und dass ich deshalb, Sie fragten danach, dass mich niemand gedrängt hat. Ich habe mich gedrängt gefühlt, unbedingt, da ich ein Leben lang geschrieben habe, Bücher zu schreiben, weil das andere... Schreiben Sie gerade wieder eins? Ja, ich schreibe ein Buch über Religionen und zwar Geschichten zwischen Kreuz und Davidstern. Und das Buch, da haben wir wieder was mit, wenn man das falsch druckt oder ein Komma setzt. Ja. Ja, es geht ganz schnell. Das Buch soll heißen, habe ich noch nie erwähnt, jetzt zum ersten Mal, kommt im Herbst raus, soll heißen, lieber Gott als nochmal Jesus. Auf der Bühne funktioniert es durch diese Pause. Lieber Gott als nochmal Jesus. Aber liest du das? Ja. Lieber Gott als nochmal Jesus. Lieber Gott als nochmal. So. Ich habe vor, das vielleicht in zwei Farben zu machen. Keine Ahnung. Aber ich will das Abstand. So machen. Abstand. Irgendwie mit Abstand. Abstand und groß und klein. Also ich habe mir ein Buch rausgebracht, das heißt, was Politiker nicht sagen. Und darunter steht klein, weil es um Mehrheiten und nicht um Wahrheiten geht. Ja, das muss man dann irgendwie... Aber das muss man absetzen. Ja, also ich werde ganz bestimmt kein Witzebuch, auch hier, genau wie bei den Porträts, das ist kein Anekdotenbuch und kein Theaterbuch. Deshalb sind Autobiografien so zu Recht von Schauspielern oft so wenig erfolgreich, weil Schauspieler glauben, dass wenn sie ihre Anekdoten erzählen, dass das wirklich interessant ist. Aber das ist wirklich nur für sie und ein paar andere interessant. Es ist einfach langweilig. Es gibt nur wenige Ausnahmen. Mario Adorf und so. Ganz wenige. Und mein Buch, in dem die Persönlichkeit, Menschen, die mich prägten, ist eben nicht damit beschäftigt, über meinen Beruf zu sprechen. Und in diesem Buch will ich versuchen, das, worüber wir auch heute schon gesprochen haben, im Zusammenhang mit Religion, mich zwischen den Stühlen zu präsentieren, als glaubender Mensch, aber nicht als Atheist. Ironie darf sein, aber kein Sarkasmus über den Glauben. Nein, Ihre Meisterschaft besteht doch darin, dass Sie ungeheuer ernsthaft und ungeheuer unterhaltend sein können. Und diese Mischung in Büchern hinzukriegen, ist nicht einfach. Das würde ich jetzt versuchen, aber, auch bei dem ernsten Thema. Das ist, glaube ich, die Idee. Ja, das finde ich fantastisch. Übrigens, Mario Adorf war mein Gast zweimal. Seine Anekdoten sind natürlich wirklich fantastisch. Ich meine, er erzählt die auch in einem Zusammenhang. Wenn wir noch essen gehen, erzähle ich Ihnen nachher eine. Aber wissen Sie was? Gerne. Aber das widerspricht... Das widerspricht nicht dem, was ich eben gesagt habe, denn das ist der Unterschied. Das Erzählen einer Anekdote ist bezaubernd, kann bezaubernd sein, wenn es nicht eitel ist, wenn es nicht selbstgefällig ist. Bezaubernd. Das Schreiben von Anekdoten kann oft sehr ermüdend sein. Das stimmt. Ja. Sie wohnen in Pankow und haben eine Zweitwohnung in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, ich nicht mehr. Es war ein Häuschen in Mecklenburg und ich habe es 20 Jahre lang gehabt, aber ich habe es dann noch vor Corona günstig verkauft. Was denn, jetzt haben Sie nur noch eine Wohnung in Pankow? Und das ist auch gut so. Ich bin einer der wenigen West-Berliner in Ost-Berlin. Und ich sage auch eben nicht, weil ich die Wiedervereinigung rückgängig machen möchte, sondern ich sage es aus einem gewissen Trotz. Ja. Sage ich, wenn die Deutschen, und ich bin doch selbst ein Deutscher, unausgesetzt damit beschäftigt sind, in irgendeiner Weise, durch den Kommerz auch bedingt, Spuren zu verwischen, sodass man tatsächlich in einzelnen Bezirken nicht mehr sehen kann, was da mal war.
Zwei Geschichten nämlich. Zwei deutsche Geschichten. Dann sage ich weiterhin gerne, ich bin in Ost-Berlin und fahre jetzt nach West-Berlin. Und wenn ich nach West-Berlin fahre, sehe ich ganz stark die Unterschiede. Und wenn ich von West-Berlin wieder nach Ost-Berlin fahre, auch. Manches finde ich gut, manches finde ich schlecht. Aber ich betone gerne den Unterschied. Naja, wir haben immer noch die psychologische Situation, dass du einen alten Ostberliner eher totschlagen kannst, bevor der nach Westberlin zieht. Und einen alten Westberliner musst du auch totschlagen, bevor der nach Ostberlin zieht. Es sind nicht so viele das da. Ich bin ja, einer von denen. Ja, Sie ich sind, bin einer von denen. Ich habe einen Passierschein bekommen. Sie sind eine Ausnahme. Übrigens. Als ich mal in einer Stadt war, wo ein bedeutender CDU-Politiker seinen Wohnsitz hatte, hat er mich gefragt, ob ich überhaupt ein Visum bei ihm beantragt hatte. Das fand ich immer noch witzig. Ja. Also ich wollte bloß fragen, das Leben auf dem Land, was Sie 20 Jahre lang auch geführt haben, was gefällt Ihnen besser? Das kann ich nicht vergleichen. Das ist einfach so. Berlin werde ich niemals als meine Lieblingsstadt bezeichnen, weil ich ein Berliner bin. Und wenn man als Berliner, ich habe das zwar noch nicht gehört, aber wer das meint, so formulieren zu müssen, ist einfach nur eine Kitschjule. Ich kann doch nicht als Berliner von meiner Stadt sagen, die meine Mutterstadt ist sozusagen. Ne? Vaterstadt, Mutterstadt, das sind wir wieder. Nee, ist Mutterstadt und Vaterland. Das hat schon Gründe. Also da kann ich nicht sagen, das ist meine Lieblingsstadt, daher komme ich. Und Mecklenburg-Vorpommern, auch wenn ich das Haus aufgegeben habe, weil ich einfach zu wenig dort war, aber doch immerhin 20 Jahre, Mecklenburg-Vorpommern ist meine Seelenlandschaft. Ich liebe die Weite. Ich liebe die Weite und jetzt sage ich noch mal was Sentimentales oder Melancholisches. Suchen Sie sich's aus. Eines Tages, als ich in meinem Häuschen in Mecklenburg aufwachte, ist mir das Wortspiel klar geworden, dass ich mich in einem Wortspiel befinde, nämlich, dass es vielleicht auch Gründe hatte, dass ich dahin gezogen bin, weil Mecklenburg ist vor Pommern. Ja, und ich hatte eines Tages die Idee, dass vielleicht mein Engel oder ein etwas, woran ich glaube, was ich nicht ganz fassen kann, verstehen Sie, mir gesagt hat, hier ist das schon richtig mit dir. Hier ist das vor Pommern, also aus Pommern, Labes in Pommern, kommt meine Großmutter beziehungsweise die Urgroßeltern. Und wenn man dann immer weitergeht, na, dann landet man nicht in Venedig, ne? Dann landet man immer weiter im Osten. Und das, glaube ich, ist es. Und noch eine Ungeheuerlichkeit, das Haus, das ich gekauft hatte, befand sich nur 30 oder 40 Kilometer, das habe ich erst sehr spät erfahren, nur 30 oder 40 Kilometer entfernt von dem Außenlager des KZs Hirschsprung, in dem mein Vater und die anderen Genossen und Genossinnen die Befreiung erlebt haben. Das heißt, ich habe mir instinktiv, ohne es zu wissen, ein Haus gekauft, 30, 40 Kilometer vor dem Ort, wo mein Vater befreit worden ist. Das beschäftigt mich übrigens noch heute, weil es schön ist, dass ich darauf keine Antwort finden kann. Aber ich habe so ein Gefühl. Mich interessiert, ob Sie ob Ihnen Synchronisieren Spaß macht. Denn Sie machen das ja heute noch. Sie sprechen Gary Grant und Mastroianni und viele andere. Ja, von wegen. Das ist doch fantastisch geradezu. Ja, ja. Ich habe bei Mastroianni auch gesprochen, allerdings den Knaben daneben. Ja, ich habe Mastroianni nicht gesprochen und Hugh Grant auch nicht. Nein, schade. Nein, das ist, damit kann ich nicht dienen. Ich spreche immer nur das, was man mir für gutes Geld anbietet. Und das sind Figuren, die vom Leben gezeichnet sind. Also von Walt Disney. Das waren ja auch nur Beispiele, was man so sprechen könnte, theoretisch. Also ist ganz klar, dass man mir eben dann 1995 zum ersten Mal König der Löwen, den Timon, angeboten hatte. Da wusste ich nicht, dass ich mit dem Timon und Hakuna Matata eine unsichtbare Karriere angetreten war. Nämlich bis zum heutigen Tag. Denn das hat sich über zwei Generationen jetzt, glaube ich, über eine ganz bestimmt, hat sich das jetzt etabliert. In den Kinderzimmern bin ich unsichtbar, aber die Kinder kennen das Hakuna Matata. Dieses Wort höre ich gern. Hakuna Matata.
Das klingt hochmodern. Es heißt die Sorgen. Es heißt die Sorgen. Ich bin leider sehr musikalisch und höre auch meine falschen Töne selber. Es heißt die Sorgen bleiben dir immer fern. Keiner nimmt uns die. Hakuna Matata. Bravo. Ich hab Daniel Barenboim mal gefragt, ob ich ihm erklären soll, wie ich anderen Leuten sein musikalisches Gehör erkläre. Ja, sagt er. Und dann sage ich, ja, ich sage immer, an der lautesten Stelle bei Wagner spielt die Piccolo-Flöte einen falschen Ton. Der Einzige, der das hört, sind Sie. Sagt er, ja, erzählen Sie das mal weiter so. Es ist tatsächlich, was ich eben aus Quatsch gesagt habe, es ist bei mir so, und ich gebe damit eben nicht an, weil ich ja eben auch gerade mich korrigiert habe, als ich gemerkt habe, es ist daneben. Das ist bei mir ganz furchtbar. Ich höre die falschen Töne der anderen und es geht mir ganz furchtbar dabei. Aber ich höre auch meine eigenen. Und das finde ich auch furchtbar. Da ist es aber schon zu spät. Hier kann man das wiederholen. Aber während man ein Lied singt, weiß ich dann am Ende, da warst du falsch. Also mein Gehör, das kann manchmal wehtun. Und manchmal ist es auch eine Gnade, dass man sozusagen gut hören kann. Aber ich höre eben das Schlechte wie das Gute. Sie hatten zweifellos mehrere Beziehungen zu Frauen. Manche offen, andere heimlich. Seriös wie ich bin, frage ich nicht danach. Aber Ihr Sohn Kolja interessiert mich. Sie haben mit ihm schon zusammen einen Song gesungen. Was soll nach Ihrer Vorstellung aus ihm werden und was soll nach seiner Vorstellung aus ihm werden? Gibt es da Differenzen oder nicht? Nein, es gibt keine Differenzen und es gibt etwas, was ich mit Freude hier mitteilen kann. Im Zusammenhang damit, was ich Ihnen ja erzählt habe über meine Eltern und die Stellvertreterkarriere, die nicht unbedingt nur im Showbusiness stattfindet, sondern es geht für Anwälte, Ärzte und so weiter, bis hin zum Fleisch in den Armen. Ich kann verbindlich sagen, dass ich nichts getan habe dafür, dass mein Sohn in meine Fußstapfen, schlüpft und tritt in meine Fußstapfen tritt und nun damit beschäftigt sein soll, das fortzusetzen, was ich mache. Das genau macht er nicht. Der hat unheimliche Zickzackkurse genommen. Was der alles schon jetzt gemacht hat, studiert Kunst, ganz verschiedene Sachen. Bitcoins, der kennt sich aus mit Finanzen. Der hat zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt Bitcoins gekauft. Da war das richtig gut. Er muss sich doch mit Computern auch auskennen. Er kennt sich mit Computern aus. Und der ist sogar bis zu einer, da hat er nachgedacht über eine Bäckerlehre. Er macht all diese Dinge, die bei mir überhaupt nicht zur Debatte standen, weil ich von vornherein, mein Schicksal war vorprogrammiert und ich mag, dass mein Sohn Kolja solche Zickzackkurse geht und Abenteuerliches erlebt. Mein Leben war kein Abenteuer. Mein Leben war als junger Mensch ein Leben in Studios. Und aber der da macht, der Kolja, das so einfach losziehen jetzt und reisen und mit einer Süßen einfach losziehen und sagen, ja, wir fahren jetzt nach Prag. Ich wollte Ihnen nur sagen, ich ihn drum, aber ich wollte Ihnen nur sagen, Sie sind ja jünger als ich, deshalb können Sie das noch nicht wissen. Hallo? Ja, man wird dreimal im Leben erzogen. Zuerst von Ihren Eltern, davon haben Sie erzählt. Dann wird man von der Lebenspartnerin oder dem Lebenspartner erzogen. Das ist schon ziemlich anstrengend. Und zum Schluss, sage ich Ihnen, das kommt noch von den eigenen Kindern. Und das ist die blanke Katastrophe. Nicht das Schlechteste. Nicht das Schlechteste. Das ist nicht das Schlechteste. Nein, natürlich. Wenn schon, aber Papa. Ja, also, der Kolja, der weiß aber von mir, dass ich ihm nicht kitschig erzähle, wie das damals war, sondern der erzählt mir etwas, auch über technisches Zeug zum Beispiel und überhaupt über ganz bestimmte Sachen, Standpunkte junger Leute und da bin ich dann sozusagen direkt dran, mich damit mit ihm auch im Streit auseinanderzusetzen. Und die Zeit, die ich jetzt mit ihm erlebe, weil er ein Trennungskind ist, war das nicht immer so lustig. Ich finde die Zeit jetzt mit ihm eine wunderbare Zeit. Ich lerne von ihm und er ist sehr neugierig und weiß, dass ich ihn nie belehre, sondern dass ich ihm höchstens was erzähle. Lieber Ilja Richter, viele aus der DDR kannten Sie vor allem wegen Disco und Hot Sweet. Es gefiel Ihre Spontanität, Ihr Einfallsreichtum. Sie sind ein fantastischer Unterhalter
und gleichzeitig ernsthaft. Und sie sind beides geblieben, und zwar in den verschiedensten Genres. Sie sind das ganze Jahr über beschäftigt, sie sind aber auch durch das Schicksal ihrer Eltern geprägt. Es hat sie zur Vorsicht und doch auch zur Offenheit gegenüber Mitmenschen veranlasst. Ihre Eltern wollten auf jeden Fall zunächst nicht, dass sie über ihr Schicksal während der Nazizeit berichten. Es gab eine Vorsicht gegenüber den Menschen in Deutschland und ihren Institutionen. Trotzdem entschieden sie sich, hier zu bleiben, ihre Eltern. Auch das hat sie geprägt. Ihre Mutter versuchte in ihnen etwas zu verwirklichen, wovon sie vielleicht selbst einmal geträumt hat. Und aus ihnen ist etwas Tolles geworden. Sie dürfen auf sich stolz sein. Und ich sage Ihnen heute ganz herzlich Dankeschön. Vielen Dank.